Ihr Ach steht so, direkt vor das der ist Tür. gut. Was war denn das, was wir hier machen wollten oder ihr hier machen wolltet? War der Plan, dort jetzt den Endgegner zu stellen? Genau, in eurem durch die Tür. Zustand von 10 von 22 Nema und von 12 von 32 Olli. Wie kann ich helfen? Vielleicht sollten wir da was tun. Ich bin gerade nervös, also ich kann mich nicht selbst heilen. Okay. Korben kann heilen. Die Frage ist, wen er heilen möchte. Den Artefakt. Wenn ich mich jetzt drin verwandle, kann ich mich dann instant wieder verwandeln? Ja, aber wie viel Heilung habe ich denn? Heilen. Du hast noch den Heil. Mittelschwere Wunden heilen. Wie viele Hitpoints haben die? Und wer hat noch einen Heiltrank? 12 und 10. Heiltränke haben alle jede Menge. Ja, okay, dann haben wir ja noch. Ja, aber ich mache trotzdem die Heilung weg. Die Heiltränke könnt ihr ja selber nehmen. Dann kann ich vielleicht noch während des Kampfes was anderes zaubern. Okay. Dann heilen wir mal Olli, der ist weiter vorne. Ja, ich glaube, da lohnt es sich am meisten. Nehmer müsste dann wahrscheinlich am besten auch einen Heiltrank nehmen. Komm, hast du vielleicht das Mikrofon ausgewählt? Guck mal bitte, das klingt ein bisschen nach deinem Webcam-Mikrofon in StreamYard. Unter Mic, einfach welches du genommen hast. Erledigt. Unter, Wer? Du, Korben. Korben, du, glaube ich. Ja. Jetzt ist meine Helligkeit hoch genug. Nö, ist das Yeti. Okay. Und auch, er klingt eigentlich okay. Dann habe ich nichts gesagt. Wenn ihr euch alle... Ich kann das andere, das Wireless mal anmachen. Oh. Die Qualität vom Video ist auch gerade, also von unserem Video ist schlecht. Sag ihm das doch nicht. Da kann ich jetzt nichts machen. Ja. Nee. Also das ramponierte Skelett wird erstmal von den Nahkämpfern angegangen. Mhm. Ach ja? Jawohl. Ich bin hier. Euer Leben ist verwirrt. Oh. Aber sicher. Nimm mal da. Da kommen immer mehr. Mhm. Du, jetzt komme ich. Ich würde, glaube ich, einen Segen oder sowas raushauen. Jawohl. Du hast noch Heiligtum, Geisterhammer und... Heiligtum. Ist, glaube ich, gut. Auf? Achso, okay. Nee, der Gesang ist besser, der Gesang ist noch besser. Zu spät. Egal. Okay. Ja, der Leck. Nehmer ist fast tot. Ich renne... Ach, ne. Nee, ich helfe Nehmer erstmal Heiltrank? Nehmer. Was? Ja, nee. Was habe ich ansonsten auch noch an Zaubern? Immer bereit. Ich bin hier. Ich glaube, Heiltrank wird schneller danach. Den Schlaf... und den Vertrauten finden, aber der ist noch am Leben. Okay. Haben wir irgendwie einen Spezialgegner oder alles nur normale Gegner? Alles relativ normale Gegner, aber hier ein relativ nerviger Bogenschütze, der euch schon beharkt. Dann würde ich ansonsten den versuchen, mal in Schlaf zu versetzen, aber ich bin mir gerade nicht sicher, ist das ein Berührungszauber? Weiß ich leider nicht. Hm. Hi Kimberly! Hallo Gibiden! Hi! Hallo ihr beiden! Beziehungsweise auch Stefan Hallo. Und Frankie und du. Der Bösewicht da. Bobby nimmt's mal wieder mit Zweien auf. Schlaf. Wirkungsbereich 5 Meter. Reichweite, Sichtweite. Müsste also auch aus der Ferne gehen. Ja, dann drauf damit auf den Bogenschützen. Der jetzt kein Bogenschütze mehr ist. Wie kann ich helfen? Bobby macht die Sache super. Flusi und Mini sind auch ein gutes Team, muss ich sagen. Du brauchst mich? Ich verliere ein bisschen an Energie, aber ich glaube, sonst ist auch noch alles okay. Wenn ich ehrlich bin, sehe ich gar nicht, wo ich gerade stehe. Du stehst hier unten links und hast die zwei kaputt gemacht. Jetzt haben wir Feuerpfeile. Oh, was war das? Feuerpfeil? Oh, da ist noch einer. Unsere KI macht wie immer einen guten Job. Oh, mhm. AI. Außer wenn es ums Einsammeln geht. Jetzt geht es leider dem Werwolf an den Kragen. Ja, ja. Dann musste er sich zurückziehen. Ich glaube, ich vertrag die Feuerpfeile nicht. Ja, es stinkt nach brennendem Fell. Gott sei Dank. Ich dachte schon, dass er was anderes. Du hast doch einen Heiltrank. Ja, die kann er nicht nehmen als Wolf. Weiß ich nicht. Oh, da kommt noch ein Skelett. Langsam wird's voll hier. Ja. Ja, ich glaube.
Aber einige von denen sind ja große Skelette ja. und andere sind diese kleinen. Da deswegen, wir sind so, die großen sind jetzt fast alle platt. Ah, jetzt. Ich hacke irgendwie seit einer halben Stunde auf dem Skelett rum. Ich höre. Irgendjemand rechts unten ist gerade ziemlich angekratzt. Ja, das bin immer das noch ich. Das ist immer noch Olli, aber der wird nie angegriffen, deswegen ist es okay. Ja, okay. Was ist denn der rote Gegner, der einfach nicht sterben will? Das ist einfach von diesen dicken Skeletten. Gibt's doch nicht. Wir sehen alle jetzt. Ziemlich kaputt aus. Aber ihr habt es auch gleich geschafft. Ich glaube, wir haben es geschafft fast. Es darf nur keiner mehr sterben. Ja. Naja, der Gegner... Ja. Warum musst du das sagen? Oh. Wir haben es ja überlebt. So, schnell speichern. Dann wird sich euer Dieb mal aufmachen, wieder alles einzusammeln, was nicht nied- und nagelfest ist. Und dabei Fallen zu suchen. Ja. Ich weiß jetzt nicht, ob. Also in dem Zustand würde ich jetzt, glaube ich, nicht mehr weitergehen. Nee. Na, sollten wir mal unsere Tränke zu uns nehmen? Genau, die Tränke. Könnte, ich finde, Ava 7 könnte sein Mikro ein wenig lauter stellen oder alle anderen leiser. Also alle außer Oliver scheinen mich zu hören. Ja. Richtig. Einmal was sagen, dann müsste das jetzt nämlich eigentlich wieder gehen. Oder zumindest eine gute Notlösung sein, dass jetzt alle gleich laut sind. Jetzt traut sich keiner mehr, irgendwas zu kritisieren. Jetzt habe ich es endlich geschafft. Aber jetzt sind alle... Oh, okay, also ihr wurdet überrascht, während ich versucht habe, euch... Und jetzt ist mit einem Schuss auch direkt Nemas Begleiter getötet worden. Aber Nema kann wieder beschwören. Drei Probenschütze. Ich würde sagen Angriff. Ja. Ich stelle mich um die Ecke. Zu spät. Wollt ihr versuchen, hier zu schlafen? Gut, also, wir schlafen, wenn eine gute Idee ist. Aber wir können es probieren. Ja. Wir schlafen jetzt einfach so lange, bis es funktioniert. So ist es. Eine Maus. Das hat geklappt. Yeah. Sehr schön. Yeah. Wir merken uns jetzt genau, wie der Zustand um uns rum war. Nee. Not today. Da liegt Blut auf dem Boden. Da liegt Blut auf dem Boden und hier ist ein Magier-Skelett. Wer möchte sich denn da drauf stürzen? Wer ist gut gegen Magier? Ich möchte schlafen legen. Den Magier? Der hat die höchste Magieresistenz. Du kannst das aber gerne versuchen. Ich versuche ihn schlafen zu legen. Schlaf. Nehmer zählt einfach Schafe. Von eurer Zuschauer ist er eingeschlafen. Also er hatte den gleichen Plan, Nehmer. Irgendwie brennt der Boden. Ja. Ich glaube auch, da zu stehen, ist entweder eine gute oder eine schlechte. Schick doch mal den Wolf auf den Magier, oder? Ja. Ach du Scheiße, okay, den Rest des Abends werden wir in diesem Raum verbringen. Oha. Ich glaube, vielleicht locken wir einfach einen nach der Tür raus. Oder? Das sind Fernkämpfer. Ja, aber wenn wir um die Ecke stehen. Ich will das gerne versuchen. Well. Aber jetzt sind wir uns ziemlich. Ich wäre auch mal da vorne, der Wolf. Der ja, das. Eieieiei. Einverstanden. Das kann Dieb ja was werden. Genau, der Dieb geht erstmal vor. Ja, echt mal. Kann sich der Dieb nicht in den Schatten und alle einfach von hinten? Ich versuche mich mal im Schatten zu verstecken und da ein bisschen reinzulaufen. Also natürlich nur, wenn es im Schatten verstecken geklappt hat. Ist gelungen. Sehr schön. Not bad. Dann laufe ich da mal ein bisschen vor und versuche irgendwie... Kannst du vielleicht 2, 3, 4 Stück ankiten? Das geht. Nee, ich kann sie, glaube ich, nicht. Nee, ich kann sie nicht angreifen. Nee. Oh, oh. Und sie können mich auch sehen. Also mit einem bestimmten Wurf. Jetzt kommen sie. Ja, okay. Ich renne zurück und locke dabei alle Skelette zur Tür. Wenn sie dir verderben. Ich mache die Tür vor Pusi zu. Ja, ich bin
Ich soll geschehen. Halt! Ja. Zeig, was du zu bieten hast. Ja, pass mal auf. Pass können wir die Tür nicht blockieren? Pass mal auf. Was können wir mit der Tür? Hinter der Tür sind doch auch Gegner. Ich meine, wenn wir uns vor die Tür stellen, dass sie nicht durchkommen. Hey, aber wir haben nur die drei getriggert anscheinend. Ja, das war voll gut. Das ist ja gut. Einfach im Weg stehen. Genau, wir schicken jetzt immer den Dieb vor, der soll ein paar anlocken. Ja, das hat erstaunlich voll geklappt. Als Strategie erledigt. Vorschlagen. Da weißt du auch, alles, was ich sage, ist eigentlich. Okay. Hier, bin schon dran. Hallo, Free Weber. Hallo, Free Weber. Mhm. Grüß dich. Hier so, ist noch ein Zauber aktiv, ne? Ja. Nee, du bist leider schon ohnmächtig. Was? Jetzt ist der Zauber erst weg. Oh, okay. Flussi hat ein Nickerchen gemacht. Ja. Kennt man ja, so mitten im Dungeon. Ich schiebe dem Flussi einfach ein Schaf unter den Kopf. Es gibt nichts Entspannenderes, als im Dungeon zu. Ah, ich zieh mich etwas zurück. Ja, noch hast du keinen Akku gezogen. Gefährlich aus. Ich nehme meinen Dolch und hau mal eine Skelett da, dieses Magier-Skelett an. Oder ich drück mal den Schalter. Ich drück mal den Schalter. Ja, das habe ich versucht. Da steht verschlossen. Da müsstest du aus den Schatten heraustreten, um die andere Fähigkeit zu machen. Ich bin ja aus dem Schatten rausgetreten. Ja, weil ich da drauf geklickt hat. Ja. Ja. Genau. Eins kommt. Ich pulle einfach jetzt einzeln die. Genau, immer, aber bitte immer nur eins. Pull mit. Pull mit, ja. Gibt es eigentlich Pull-Moll? Pull-Moll. Ja, klar. Flusi. Schön. Also, in Ordnung. Ja, so die Taktik finde ich gut. Mhm. Naja, ich glaube, du kannst auch zwei gleichzeitig pullen, wenn du magst, weil sonst stehen wir hier nächste Woche noch. Ja, aber Rest des Abends, also. Dann lieber langsam und stetig. Fehlgeschlagen. Plusi, was ist da los? Dann hole ich mir erstmal einen Schild aus. Vielleicht kann ich ja trotzdem langsam, wenn ich mich langsam genug anschleiche, nur einen pullen. Vielleicht. Probieren wir es einmal. Probieren wir es. Ich schlage vor, Sie schauen sich das mal an. Jetzt ist es natürlich gelungen, wie das in Videospielen ist. Ist klar. Willst du hier nochmal probieren? Nein. Sind die großen Langhaarigen da? Ich glaube, da brauchen wir einen Schlüssel. Ups. Sorry. Ups! Well, das ist aber gut ausgehalten, Flusi! That escalated quickly. Ich renne mit brennendem Cape zurück zu meinen Kameraden. Sie kommen alle! Wir rennen alle weg von Flusi. Bobby, halt sie auf! Ich spiele den Gesang. Ja, das ist gut. Hatte nicht irgendjemand so einen Stärkungszauber für mich? Es kommen doch nicht alle, es kommen nämlich nur drei. Die anderen scheinen irgendwie nicht stehen zu bleiben, nachdem sie gezaubert haben. Hm. Tschu! Bums! Loot! Hier. Sehr gut. Befehl erledigt. Oh. Ich höre. Wo kommt der denn her? Oh, war der hinter der Tür? Der war hinter der Tür. Der hat es schon getan. Guter Weg. Ich stelle mir gerade so vor, wie wir schön in einer Gruppe stehen und unsere nächste Taktik besprechen und wir dann so feststellen. Sag mal, da steht noch ein Skelett. Aus dem Schatten tritt ein riesiges Skelett und stürzt auf uns zu. Nee, es steht einfach in der Strategiebesprechung mit im Kreis drin. So. Ja, ein Spionskelett. Das klingt wie ein schlechter Manga, aber. Hat übrigens gut geklappt. Hat, ob ich das schon mal in irgendeinem Kopf konnte wieder speichern. Genau sowas. Ihr habt es schon gut ausgedünnt. Richtig gut. Ja. Mhm. Ja, sehr gut. Sehr gut, Flusi. Mach weiter so. Ich haue mal mit meinem Dolch dieses Bogenschützenskelett an und renne dann ganz schnell weg. Ich glaube. Hast du nicht was mehr Kraft macht als dein Dolch? Jetzt hast du waren ein paar Mal. Ja, jetzt. Obwohl, kam ja eben auch. Renn, Flusi, renn! Renn schneller! Ich laufe gegen das Feuer an! Ich laufe so schnell, meine kurzen Beine mich tragen. Ich gebe Flusi mal eine Heilung. Ich stelle mich mal in die Tür.
Jetzt ist es eine ganze Menge. You shall not pass. Ist ja egal, in der Tür kann immer nur einer rein. Oder zwei. Nehmen wir ja, was Gutes zaubern. Rennt raus und außer der Wolf rennt raus. Mhm. Was ist mit mir? Was Gutes zaubern? Dann habe ich meinen Vertrauten noch da draußen. Ja. Und dann nehme ich Stärke, Stärke auf Bobby oder so? Konntest du das nicht? Stimmt, Stärke auf Bobby. Und ich hätte doch auch noch irgendwie eine andere Sache, ne? Also, nee, Stärke auf Bobby und Stärke auf den Werwolf. Dankeschön. Der Kleine in der Mitte sieht ein bisschen blass aus. Können wir den heilen? Ja, macht Korben schon. Danke. Dauert ein bisschen. Hallo, Akila. Hallo, Akila. Hallo, Akila. Hallo, Akila. Schön, dich zu sehen. Bereit. Oh, das klang gerade wie bei den Simpsons. Das ist ja so unfassbar, ich meine, auch dass das die Augen 4-5, die es jetzt waren, machen wir ganz gut. Das hat 1400 Erfahrungen gegeben. Kugel cool, noch mal zwei von denen. Ich hab auch ein Level Up. Stimmt, oh, ja, du hast ein Level Up. Corbin, Gretchen. Sehr gut. Jawohl, ja. Corbin vor Level Up. Yes, yes. Nur Rettungswürfe, Rettungswürfe verbessert, aber auch Zauber des ersten und zweiten Grades der Priester gelernt. Dann okay. Gucken wir doch gleich mal in deinen Scroll. Da kannst du noch einen. Ja, aber wir können es ja sonst vergessen, was. Noch eine Heilung? Ja, Heilung kann ich nie genug. Von der Heilung kriege ich nie genug. Von der auch, von mittelschwer? Ja. Entschuldigt, ich muss jetzt die Chips auf diesen Schock vom Anfang. Oh, Pringles. Nicht mit der Hand in der Dose stecken bleiben. Sponsored by Pringles. Dann muss spätestens aufgegessen sein. Und das nicht eher Stapelchips? Ja. Stapelchips. Die Stapelchips liegen gleich neben den Klemmbausteinen. Bin schon dran. Genau. Sag mal AI, wie? Oder wie auch immer du heißt. Zweite, ja. Ist das eigentlich eine neue Kameraperspektive von unten? Das wird schon länger, aber vielleicht siehst du sie zum ersten Mal, ja. Wirkt so majestätisch irgendwie so. Ja, das war die Intention. Ich habe mir gedacht, ich wirke zu sehr auf Augenhöhe mit meinen ZuseherInnen. Deswegen wollte ich ein wenig majestätischer wirken und habe das natürlich geändert. Es gibt gewisse Standards, die eingehalten werden müssen. Sonst zu klein. Sag, was du von mir willst. Das auch. So, keine Artefakte. Genau. Erst wenn ich Artefakte habe, komme ich wieder auf euer Augenniveau zurück. Artefakte haben ist schwerer, als du glaubst. Oh, Bobby! Ein Bobby greift euch an! Oh nein! Wir haben einer Magieband. Wir haben verloren! Wenn dann du, Korben. Wobei Attacke. Bobby eigentlich nur rumsteht, anstatt anzugreifen. Ich oh kann Gott, mich sprühende Farben ist ja total super! Oh. Wow. Der Kleine haut wie alle. Ach du Scheiße. Kleiner. Was war das denn? Was ist das für eine Scheiße? Na, irgendwer muss es doch machen. Nehmer ist aufgewacht. Nehmer, ich mach mal Geschoss. Ja, und Maves Rattle-Fight oder so. Was mir noch gerade übrig bleibt. Oh. Das war sehr gut. Könnte mal jemand mit dem Zauber von mir nehmen oder so? Sehr gut, du hast den Magier getötet, Nehmer. Ganz alle. Alleine. Ich bin hier. Schau mir mal genau zu. Der zweite von oben ist übrigens tot, ne? Oh. Oh, stimmt, wir haben Olli verloren. Das ist nur ein Artefakt, der Leo. Hat keiner gemerkt. Naja, ihr habt ihn vorher schon nicht verstanden. Dann war eigentlich Olli tot, so zwei Stunden. Ach so. Olli hatte den Grey Screen of Death. Akila hat leider recht. Wie kann ich helfen? Dein Befehl. Bereit. Ich bin bereit. Geht Lucy vor, ne? Na gut. Na klar. Na klar. Immer auf die Kleinen. Ich hab doch noch. Was hab ich denn noch? Keine Ahnung. Ich hab doch noch unseren Gruppenzauber. Boah, wie soll man das eigentlich anders machen als mit dieser Strategie? Das ist ja die Hölle. Oh ja.
Könnte man sich vielleicht ganz durchschleichen? Also, weiß nicht, mit nur einem. Ja, aber zum Beispiel beschwert, dass es zu einfach ist. Jetzt mal hören, was das ist. Also. Ich versuche mal Taschendiebstahl bei dem Priester da. Möchtest du ihm seinen Zauberstab klauen? Taschendiebstahl kann nicht gegen feindliche Wesen angewendet werden. Ich gehe langsam rückwärts, taste ich mich zur Tür. Jo! Oh, ey, der ist so hardcore, dieser Blitz. Ja, wahnsinnig. Beginnen wir das Anschlagen. Der cheatet doch. Der hat doch an. Weg ist er. Das war aber nicht der, oder? Warum steht eigentlich der halbtote Olli da vorne? Ja, irgendwann muss doch auf Sachen schlagen. Ich schlage vor, ihr schlaft doch mal. Du stehst ja in der Tür. Jo, gute Idee. Ja. Also der wahre Grund ist, ich fand die Perspektive tatsächlich einfach ganz hübsch. Aber ja, ich weiß, dass das missinterpretiert werden könnte. Oh, ihr habt drei Tempelritter, die euch nun entgegenstehen. Oh. Wenn es sonst nichts ist. Okay. Ich lege mich dann mal eine Runde schlafen, ne? Vielleicht sollten wir noch mal gucken, vielleicht haben wir noch irgendwelche Zauber, die wir... Ja, gut. Also ich kann zum Beispiel theoretisch, weiß ich nicht, kann ich Magie bannen? Harius! Bereit. Ich kann sogar Tote beleben. Also, wenn ich es lerne. Du kannst Tote wiederbeleben oder für uns einspannen? Nee, dritten Grad. Muss ich aber wahrscheinlich erst finden. So. Hat geklappt. Einverstanden. So, kann man das denn jetzt, ich frage am besten gar nicht. Wenn die Leute es nicht angucken könnten, dann wären sie nicht so zahlreich jetzt noch da. Von daher, schön, dass ihr wieder zuschaut. Alles Masochisten. Also ich habe viele, viele Diskussionen über Firewalls gelesen und jetzt sind wir bei Lego angekommen. Also ja, das Spiel ist eindeutig Content deines Streams. Andersrum, das ist wie bei einem guten Podcast, da kann man eben mal auch was anderes machen. Gute Nacht, Anna. Gute Nacht, Anna. Gute Nacht, Anna. Danke fürs Anfeuern. Ich muss arbeiten. Gute Nacht, Anna. Aber ich kann nicht drüber, das ist schon echt. Nehmen wir schnell. Heilung auf Olli. Danach auf Bobby. Joe sagt, er hat nur halb zugehört. Korben, dein Geruch kann tot. Habe ich einen Halt an? Ja. Aber ich kann dich gerade nicht steuern, weil du schläfst. Leider hat dieser Zauber, der hat nochmal geklappt. Aber ansonsten sieht es gar nicht schlecht aus, falls ihr jetzt erwachen solltet. Bin fast tot. Bin ich noch am Leben? Am Stehen? Bobby, ich hätte dich gerne gerettet. Es ging nicht. Du warst nicht anklickbar, sodass ich irgendwas hätte machen können. Ich hätte dir natürlich einen Heiltrank gegeben. Ja, ja. Schon verstanden. Oh. War doch alles nur ein Traum. Was legst du dich auch mitten im Kampf auf den Boden? Ja, echt. Er hat vielleicht auch Falten gesucht. Ach ja? Ja, weil die ging ja davon auf die Fresse. Die Frage ist, wen wollt ihr jetzt noch... Das Schwarzbild ist weg. Was ist weg? Genau. Schwarzbild ist, glaube ich, weg. Bobby? Hast du das absichtlich gemacht, weil ich dich nicht gerettet habe? Kannst du dann bitte das Schwarzbild wieder hinmachen? Ja, das verschwindet irgendwie. Olli lugt um die Ecke. Also stinkende Wolke solltet ihr auch unbedingt mal lernen. Das ist echt ganz schön krass gut. Ja, das ist anstrengend, weil die Kamera sich dagegen wehrt. Möchte dich halt zentralisieren. Ja, immer ins Zentrum geschoben hier. Jo. Gesundheit. Wir sind wieder. Gesundheit. Entschuldigung. Gesundheit. Danke. Wie kann ich helfen? Es soll geschehen. Es
Diese stinkende Wolke, die ist echt gut. Ja, na gut. Kann ich aber auch, muss nur sagen. Ja! Oh. Komm, leg los. Ja, okay. Hat nur Bobby Fackel, liegt noch alleine. Kann man das vielleicht zu einem guten Feuerangriff machen? Oh, da legt sich wieder einer schlafen. Finger ziehen? Finger ziehen und dann stinkende Wolke. Oh. Oh Mann, das fällt mir nichts mehr ein. Bobby ist ohnmächtig. Kein Kommentar ist. Der steht auf, legt sich wieder hin. Ich glaube, der steht auf, guckt, sind sie noch da? Oh, sind noch da, ich stelle mich wieder zurück. Nee, lohnt nicht. Befehle erledigt. Irgendwann müssen doch auch mal die Astralpunkte leer sein. Ich bin bereit. Was leer sein? Die Astralpunkte, oder wie heißt das hier? Nee, nee, die haben jetzt keine Astralpunkte. Du lernst ja einfach eine gewisse Anzahl von Sprüchen. Genau. So, du soll ich halt mal den, Tag und so. Den Magier da anhacken? Oder locke ich erstmal die. Sehr gut, Susi! Hey, nice. Boah, zwei Reihen. Opfere dich für uns. Verspreche, wir leben dich auch. Während deiner Gedenken. Wir bauen eine Statue für dich, eine sehr kleine, aber eine Statue. Er ist ja leicht nach, bestimmt auch ganz vorsichtig looten. Aber wir werden ihn looten. Mit dem größten Respekt. Ihr werdet euch echt schlecht dabei fühlen, aber ihr werdet. Nee, man kann nicht in Geschoss. Das hast du gesagt, aber ich werde drüber nachdenken. Was kann das ich kann nicht? Später. Nehmer, kann ich ein magisches Geschoss bitte schießen? Ihr hört mich anscheinend echt schlecht. Ja, das StreamYard regelt dich immer wieder leise, das ist das Problem. Ja. Du wirst am Anfang bist du leise und dann wirst du immer lauter. Ja, du darfst magischen Geschossen. Magische Geschosse drauf los. Feuerfrei. Engage. Feuer nach eigenem Ermessen. Fire at will. Das ist jetzt der Endkampf, oder? Ich bin hier. Ich hoffe doch mal. Der Typ noch nicht dabei. Oh. Ich höre. Mach den. Ach, da ist der. Ja, da kommt ein Gefahr. Die Nahkämpfer machen jetzt mal diesen Magier weg. Echt mal. Das ist ja zum Kotzen mit den beiden. Oh. Autsch, Schikowski. Ja. Es soll geschehen. Das hat mein Fehler noch nie getan. Oh, der langt aber zu. Oh, hast jetzt keinen Fehler mehr. Das ist runtergebrannt. Ja, so sieht das aus. Oh. Ich schlage einen taktischen Rückzug vor. Heiltränke fände ich gut, ja. Kannst du doch nicht benutzen, du kannst aber dich zurückverwandeln. Habe ich noch einen Säurefall? Nee. Okay. So, du heilst dich erstmal selber, Plusi geht zur Seite. Befehle? Lauf. Es soll geschehen. Yes, das war gut, dann kann Plusi jetzt aus der Entfernung schießen. Ich höre. Jetzt dürft ihr nur nicht mehr sterben. Die Pflicht ruft. Dann haben wir viel geschafft. Alter, dieses Magier-Skelett, jetzt ist Korben böse. Ich flipp aus. Haut das endlich um. Ich bin nicht böse. Oh mein Gott. Der Zwerg mag uns nicht mehr. Moment, wieso ist Nehmer jetzt die Einzige, die heilt? Das verstehe ich schon wieder nicht. Aber er tut auch nichts. Also einfach, einfach in Ruhe lassen, bis er sich wieder beruhigt hat. Ich brauche mal ein paar Minuten für mich alleine, Leute. Alles klar, alles klar. Ein bisschen Privatsphäre, bitte. Mach die Tür bitte zu. Ich lass mal eine stinkende Wolke los. Das kannst du jetzt gar nicht mehr sagen. Das machen die Gegner. Sehr gute Idee, Stefan. Schick mir eine mit. Blöde Frage vielleicht, aber sind wir uns sicher, dass das von selbst weggeht? Ja, ist es eben auch. Ah. Okay. Magische Armbänder und ein Himmel. Hat der mich jetzt gerade beklaut? Nee, du hättest magische Himmelsbänder gehabt. Okay. Ich bin wieder bei euch. So, ich hab mich beruhigt. Yay. Komm, ich mich das gesehen. Ein erstklassiger Streifen. So, dann mache ich die Tür wieder zu und wir schlafen nochmal. Ne? Bevor wir weitermachen, wir sind alle ziemlich blass. Mhm. Genau, ich würde sagen, vor dem Schlafen haue ich nochmal alle Heilzauber raus, falls wir da gestört werden. Okay, dann nicht. Irgendwie ist die AI heute sehr selbstständig.
Ich glaube, da müssen wir noch mal... Obwohl... Müssen wir doch mal an den Parametern drehen. Jawohl! An den Gewichten, so hieß das doch bei Neuranmetzen. Wie heißen noch mal die drei Regeln der Robotik? So, da bin ich aber jetzt gespannt. Wo drauf? Du darfst auf deine Menschen drei Regeln der Robotik. Genau, du musst einem Menschen gehorchen und du musst deine eigene Existenz schützen. Solange sie nicht im Konflikt mit Regeln 1 oder 2, genau, glaube ich. Genau, jeweils die vorherigen Regeln überschreiben das. Oh! Ein neuer Follower! Oha! Vielen herzlichen Dank für den Follow! Wer war das? Ich kann es leider nicht sehen in dem Video. Andreas1986. Andreas, herzlich willkommen. Nimm dir gerne ein Getränk, falls der Bot funktioniert. Ich weiß nicht, du kommst in dem technisch am schlechtesten vorbereiteten Stream aller Zeiten von mir dazu, aber ich hoffe, das stört dich nicht zu sehr. Glaub ihm kein Wort, er ist Perfektionist. Der Stream ist absolut in Ordnung. Genau, wir haben extra noch das Hintergrundbild angepasst. Mhm. Aller Zeit bis jetzt. Genau. Nein! Dieses Pack! Na. Ja, nee, genau, die Asimovschen Internetregeln, genau. Die Asimovschen Internetregeln? Ich bin auch fertig. Die Robotergesetze natürlich, die Asimovschen, Stefan. Mhm. Ja. Darfst doch gerne nochmal copy-pasten, dann haben wir es nochmal korrekt. Wird der nicht mit V geschrieben, der Asimov? Das ist das wichtig? Weiß ich nicht. Durch, dass es noch einen anderen Asimov gibt und er ärgert sich ständig, dass ihm die Gesetze zugeschrieben werden. Es hat geklappt. Ihr seid voll. Ich glaube, jetzt können wir frontal gehen. Ne? Jetzt ist der Zauberer jetzt weg. Ja, ausgeschlafen. Und voll. Wir haben uns auch genau umgesehen und uns gemerkt, was um uns herum ist. Hier ist, wie gesagt, diese Falle. Aber ich habe immer noch nicht... Wo ist denn der Magier gestorben? Hatte der nur diese Armbrustschiene? Ja, da oben ist ja noch so ein Sarkophag. Vielleicht ist da das Interessante drin. Ja, vielleicht. Oh, hier ist noch ein guter Bogen. Ein magischer Kurzbogen. Mhm. Da können wir vor dem nächsten Schlafengehen mal eine Identifizierungsrunde machen, oder? Ach nee, ihr habt alle die Zauber abgelegt. Ach ja. So, Mini verschwindet... Quatsch. Plusi verschwindet nochmal in den Schatten. Guckt hier nach den Tempelrittern. Davon sind nämlich noch 4 da. Okay. Ich... Was also tun? Vielleicht hier. Ich würde einen ganz am Rand mal dotzen und hoffen, dass nicht so viele getriggert werden. Du siehst Aghanazars Hexerei. Einen Trank der Einsicht. Einen weiteren Dolch, von dem du immer noch nicht genügend hast. Einen Trank, mittelschwere Wunden heilen und ein großes Zepter. Aber das Zepter ist vielleicht eher was für Nehmer. Jetzt komme ich! Oder? Habe ich was von Zepter gehört? Mhm. Ist Halt Nehmer nur bei mir so oder bei euch auch? Nee, bei mir auch. Okay. Ja, das liegt daran, dass bei Sebi das Mikrofon die ganze Zeit anschlägt. Mhm. Du brauchst mich? Du brauchst Sebi hatte auch technische Probleme. Ja. Nee, im Gegensatz zu Discord gibt es... Also, die gute Nehmer hat einen Stab der magischen Geschosse. Wird der Stab aktiviert, schnellt aus ihm ein mit magischer Energie geladenes Geschoss hervor und trifft sein Ziel mit mathematischer Genauigkeit. Mögliche Ziele sind auch feindliche Wesen. Was soll das denn? Achso, auch feindliche Wesen in einem Nahkampf. Ich dachte erst, was? Wer ist für die Truppe? Also ist das normale magische Geschoss, was du eh hast, hast du jetzt da direkt. Ich würde dir das mal hier in den Gürtel geben. 22 Mal kannst du den benutzen. Sehr gut. Kann man das wieder aufladen? Ich glaube nicht. Das sind so Einwegzauber. Hatte noch jemand nicht einen Identifizierenzauber? Ja. Mini und ich können das grundsätzlich. Ah ja, aber er hat es nicht gelernt. Ja, okay. Ja. So, jetzt ist noch die Frage, was ist hier mit diesem Switch? Da steht verschlossen. Wollen wir nicht erst die Skelette wegmachen, bevor wir... Der Mechanismus verfügt nicht über ein herkömmliches Schloss und könnte gegen einfache Zauber geschützt sein. Haben wir einen Schlossknacker? Bin schon dran. Ja, der Schlossknacker hat es gerade versucht, da kam das ja dazu. Haben wir nicht so einen Klopfenzauber oder sowas? Oh, was ist das denn jetzt? Öffnen kann? Aber dagegen ist er ja auch geschützt. Oh Gott.
Naja, möglicherweise. Wow. Ein einfacher Zauber. Vier Stück sehe ich. Wie kann ich helfen? Gewiss. Hier, sprech wieder Farben den Gesang. Helfen hier Gesang, nicht, oder? Gesang. Wie viel? Befehle? Ein. Jawohl! Jawohl! Ich gehe mal in den Nahkampf, weil ich habe, glaube ich, keine Pfeile mehr. Bereit. Zwei Stück. Und hier hast du noch 15. Stück. Na dann. Jetzt hast du noch 7. Achso, dann da habe ich ja noch massenhaft. Okay. Ich schmeiße wie wild mit Pfeilen um mich. Zu deinem Befehl. Habe ich eigentlich noch mein gespiegeltes Ebenbildzauber ausgerüstet? Ja, den hast du, glaube ich, noch. Dann kann ich den ja auch mal wirken. Mini, mein Schwert gehört dir. Was machst du da? Irgendwie hast du den gefühlt jetzt weggezaubert. Okay. Hat er sich auch wieder im So Schatten sah das bei mir aus. Warte, der war tatsächlich weg und dann ist er jetzt wieder da. Du hast den so gefaced. Sehr witzig. Das habt ihr gut gemacht. Korben heilt erstmal den Bobby. Jo. KJ. Vita. Mortis. Karies. Ach nee, das war mit Karies war was anderes, ne? Meine Güte, frisst den Leben. 50. Ist ja auch ein großer Kerl. Ja. Ich muss den großen Spruch irgendwann mal lernen. Ich glaube, ich gibt ja noch einen höher. Ja, gibt sogar noch zwei höher. So, jetzt haben wir keine Angst mehr vor diesen Heinis, die waren ja Kleinigkeiten. Wie macht der Löwe? Soundbuch. Bobby ist so gut, ey. Genau, genau. Das ist unser Kampfschrei jetzt. Das ist mein Kampfschrei. Genau, wie macht der Olli? Bobby, super gemacht. Genau, der er kriegt so wenig Schaden, weil ihn die ganzen Gegner total süß finden. Wo wollt ihr zuerst hingehen? Also ihr habt diesen Knopf, hier ist eine Tür, die nicht aufgeht und hier sind 3-4 Gänge insgesamt. Ich schlage vor, dass wir Heilung auf Bobby. Eine Heilung auf Bobby, was hat, du willst dich wieder verstecken, nehme ich an, ne? Ich will Fallen suchen. Mhm. Das ist eine gute Idee. Jawohl! Jawohl, ja. Karius! Ich höre. Ich baller da meine Heilsprüche rein und der Balken geht nicht rund. Hoppala! Da kommen die nächsten drei! Ich hab hier wieder welche! Erledigt. Oh. Pull mit! Wo nimmt er die immer her? In Wirklichkeit arbeitet er mit den Bösen. Ich renne schreiend durch die Gegend und warte darauf, dass meine Kameraden sich irgendwie der Skelette mal annehmen. Unser Heart of Stealth. Ich glaube, du hättest dich auch Leroy nennen können, ne? Leroy. Übrigens habe ich heute so gelacht. Ich weiß nicht, ich glaube, es war Plusi. Ja? Ich könnte auf Plusi auch einfach mal einen Schlafzauber wirken, damit er auch mal ein bisschen zur Ruhe kommt von den ganzen Gegner anziehen. Und Olli hat ein Level macht das, hör auf. Wer hat nochmal. Oh, sehr gut. Wer hat nochmal den Pizzateig heute gepostet in Rezepte? Akila, glaube ich. Mythos. Mythos war es, genau. Und dann war es Plusi, der gesagt hat: HB muss. Pizzateig. Nicht so gelacht. Bump. Ah, Mythos ist auch da. Hallo Mythos. Lurkt? Ja. Oder hat er schon was geschrieben? Bis eben hat er gelurkt. Ist schön, wenn die so einzeln kommen. Mhm. So Tröpfchen. Genau. Sag, was du die Zuschauer und die Skelette und auch. Und die Skelette denken sich so. Über irgendwer.
Und die Hallo, Skelette denken sich so, wieso ist der eine weg und dann der nächste und dann der nächste. Skelette können nicht. Skelette können nicht denken. Das ist Spiel. Skelette sind wie Zombies. Hitman. Wo man so nacheinander ich hab was gehört. Stimmt. Ja. Wo ist eigentlich mein Kollege? Oh, ich hab eine Münze gehört. Oh, das ist ja Geld. Boah, die Skelette ja, da ja, mäht euch. Halt, ja. Das ist Kanonenfutter. Ich gucke derweil nach Fallen. Das machst du schon. Also bis eben hast du es gemacht. Pumpf, ja, pumpf, pumpf. Ist das eigentlich immer Olli oder Bobby, der den so umhaut dann? Oder sind das beide? Beide. Sind immer so aus, der eine auf... Jeder nimmt die Hälfte wahrscheinlich so. Jetzt komme ich! Einverstanden. Hier aufmachen. Ja, da oben ist noch eine Tür, nicht oder? Über ein verfügbar herkömmliches Schloss und könnte gegen einen Fahrzauber geschützt sein. Okay. Da oben ist, glaube ich, noch eine Tür. Ja, die bei den Säule. Bei den Tempelrittern, oder? Meinst du was anderes? Nee. Das sind Fächer. Okay. Oder Gräber. Vielleicht ist da ja ein Schlüssel drin. Boah, Mythos hat auch die fertige Pizza gepostet. Oh. Eine Schleuder plus 1 wahrscheinlich. Das ist gut. Sieht die gut aus. Ich glaube, das ist was für ein Nehmer. Ich will gar nicht gucken. Hier ist ein Schädel. Gold. Ein Katana. Schaut cool aus. Ein Katana. Kannst du schon gar nicht mehr benutzen. Wie like Ninja. Kannst du denn Schwerter? Ich kann Katana. Ich kann Katana. Ich kann Katana. Katana. Kannst du Katana? Kannst du Katana? Das? Katana kann ich. Oh ja. Sag mal, konntest du das jetzt ernsthaft? Ja. Ich hatte doch am Anfang Katana als Ding ausgewählt. Ich hätte aber gerne noch gewusst, was es ist. Ja, geht gerade nicht. Müssen wir es. Ich weiß nicht, ob Nehmer schon wieder identifizieren kann. Nee. Ah doch, konnte sie direkt einfach. Katana plus 1. Sehr gut. So, du bist dir sicher. Ein W10 plus 1. Sag mal, bei diesen Geräuschen, wie werft ihr euch das Katana eigentlich zu? Fang! Rettungswürfe, doch, du hast recht, Katana, also, sehr geil. Ohne Schutz. Ja, klar. Okay. Ich habe Katana und Dolch, genau. Ja, dann ab an die Front mit dir. Ich bin jetzt der kleine Katana-Blitz. Erledigt. Flusi kleiner als das Katana. Aber leider ist hier sonst nichts, ne? Hast du die restlichen Gräber schon durchsucht? Ich dachte, das waren alle. Sicher doch. Ach nee, da rechts sind noch zwei. Genau, da gibt's. Das ist doch überall noch welche. Da ist sogar noch Geld und so. Oh. Von so einem Geld. Shiny. Und Sachen, die dich nicht mitnehmen kann, weil du voll bist. Warum bist du eigentlich immer voll? Ja. Der Flusi sollte mal Zeug abgeben an seine wen Kollegen. Denn? Vor allen Dingen was? Du bist doch der Schlüsselmeister. Hast du keine Schlüsseltasche? Kann man die Schlüssel in Schlüsselbund die wäre gut, ne? Ja, stimmt. Stimmt. Nee, sobald da ein Schlüsselbund ist, ist er dann der Hausmeister. Ich hab dir mal die Armbänder gegeben, die hat irgendwie noch keiner gehabt vorher. Okay. Sicher doch. Na sicher doch. Sichi, Puppi. Logan. Hier. Ebend. Ebend, genau. Butterweich. Zum Glück ist Anna nicht mehr was da. Was ist hier jetzt los? wir haben einen Bug. Es ist ein wunderschöner Bug. Corbin und Bobby haben sich mit ihren Waffen ineinander verhakt. Nee, das sind aber drei Kreise. Da ist noch irgendjemand. Plusi möchte auch noch mitmachen. Ja. Oh, wahrscheinlich hat der sich mit seinem Katana irgendwie in die Gürtel von Bobby. Ja. Nee, nehmen wir mal. Der wollte doch looten. Also habt ihr euch alle mit. Wir haben uns die übersehen. Die Pflicht ruft! Ich war gar nicht in Bobby drin mit meiner Waffe. Was? Das
hört sich sehr, 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 sehr falsch an. Eure Fantasie möchte ich mal haben. Nein, wirklich nicht. Vielleicht nicht. Möchtest du nicht, die hast du, glaub mir, die hast du. Verdammt, sieht die Pizza lecker aus. Oh, ja, geguckt. Ja, noch mehr Gegner. Oh Gott, oh, noch mehr Magier. Kann ich zu dem Magier rennen, ihn beschäftigt? Du machst das, beziehungsweise der Hund hat das gemacht. Schon. Jawohl, hau rein. Sehr gut, stirb du Sau. Befehle, beginnen wir das Abschlachten. Abschlachten. Die Gruppe hat Erfahrung gewonnen. 1400. Ui. Das war super. Das lohnt sich. Ja. Und hier gibt es eigentlich auch nichts außer den 1400. Die müssen wieder nach Fallen. Mhm. Mhm. Aber anscheinend hat Mythos auch einfach einen Pizzaofen. Vielleicht hat Mythos auch einfach nur eine sehr gute Google-Suche gestartet und das leckerste Pizzabild aller Zeiten einfach gepostet. Es gibt eine Reverse-Suche für Google Images. Glaube ich nicht. Nee, ich glaube da auch nicht dran. Wir haben ja schon gelernt, die Schlawawiner können einfach alle unfassbar gut kochen. Guten Abend, Sebo. Ich will jetzt nicht sagen, dass Pizza, sondern... Hallo, Sebo! Ja, gute Hallo, Pizza Sebo. Ist schon... Pizza brauchst du richtig Hitze. Dann schmeckt das noch tausendmal besser. Die Penner. Ja, ich mache meinen Umluft, wenn ich Pizza mache, mache ich den Umluftherd auch immer auf 240. Das hat fast den gleichen Effekt. Au. Bei einer frischen. Was denn? Kommt halt auch noch an, wie man den Teig mag. Wenn man den halt super dünn haben möchte, dass er wirklich so keksmäßig trocken wird, dann musst du richtig Hitze drauf machen, ja. Ach, wenn du so einen weichen Schlüffigen willst, das ist ja einfacher. Olli, ich glaube, du sprichst von Flammkuchen. Ja, genau. Ja, genau, aber es gibt, also in Italien ist so ein Teig halt Usus. So gehört sich das eigentlich da. Unter 300 Grad ist aber auch nicht. Pizza, sorry. Ja, Uso ist auch. Unter 300 Grad keine Fallen. Pizza, habe ich das richtig verstanden? Bobby? Und wieder sind wir beim Essen. Natürlich. Wieder. Ohne Dürum gab es. Also bei Twitch, da versteht ihr mich ja zum Glück noch. Nur unsere Party versteht mich nicht. Das ist aber okay. Muss auch nicht immer verstanden werden. Ich kann auch mal missverstanden streamen. Ich verstehe unsere AI nicht. Was babbelt die da vor sich hin? Ich glaube, wir müssen mal Reboot machen. Kann mal einer rebooten, die AI? Läuft doch. Ja. 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 Nom nom nom. Ein neuer Subscriber. Was? Wer ist das? Wer macht das? Dankeschön. Wer war das? Sebastian Neuss. Oh, Sebo, danke schön. Oh. Und er schreibt dazu, scheiße, das ist ja gar nicht Final Fantasy hier. Unsub, unsub. Stimmt, es ist ein neuer Monat. Ich soll dich doch immer erinnern, Olli. Dann, dann, dann. Jetzt habe ich zum ersten Mal dran gedacht, scheiße, ich wollte gar nicht mehr abonnieren. Erledigt. Habe ich nicht schon länger ein Regelabo? Bestimmt. Schreib mal was. So kommen wir jetzt aus der Nummer auch wieder raus. Olli, ist okay. Also ich bin abonniert. Da fragt mich nicht, wie lange. Also du, das wie lange kriegt man auch hin. Aber. Eine Falle. Ich suche nach Fall. Aber wenn, wenn wir da jetzt noch eine halbe Stunde drüber reden, die abonniere ich einfach aus Trotz. Oh, trotzdem noch fallen. Seit 8 Monaten, Olli. Eine Goldmünze, eine Regeneration. Noch 5 Tage. Ein Morgen. Sag mal, kann es sein, dass die AI uns jetzt vollständig ignoriert? Nein. Ich glaube schon. Ich weiß nicht, von wem redest du? Stille im Radius von 5 Metern und ein Stab. Stabannehmer. Ziemlich gut gegen Magier. Stille kann Korben irgendwie nur nehmen. Ja, dann nehme ich die wohl. Dann gibt es diesen wahnsinnig coolen Morgenstern, der nicht identifiziert ist. Den gebe ich auch mal nehmen. Ist das nicht ein Ding? Du hast den Sub gekriegt, weil du seine neue Kamera gefeiert hast. Oh, schön. Der Stab sieht super aus, wie so ein Sprenkel-Dildo. Okay. Wir reden hier noch... Zauberstäbe sind 40 cm lang und dünn. Genau. Sie bestehen aus Elfenbein, Knochen oder Holz und haben normalerweise eine Spitze aus Metall, Kristall, Stein und einem anderen Material. 40 cm sind deine Pringles mit irgendeinem magischen Tee gemischt oder? Frage für einen Freund.
So, dieses Banner ist alt und zerschlissen. Bobby, das kannst du also auch nicht benutzen. Es gibt übrigens kein Ava-Banner in Minecraft bisher. Du kannst dir noch eine Farbe aussuchen, die noch nicht von den anderen benutzt wird. Ich weiß nicht, ich hatte das Mini am Anfang mal erklärt. Müssen wir mal gucken, welche da für dich noch frei ist. Befehle? Haben wir jetzt einen entsprechenden Schlüssel für dieses komische... Nicht, dass ich wüsste. ...Döns gefunden? Erledigt. Du hast doch wieder Schlüssel, Blusi. Ich probiere mal alle durch. Ich glaube, das ist Sebi. Können wir den vielleicht mal ein bisschen heile machen, der da so blass aussieht? Ja. Stimmt. Vita Mortis Karies, aber... Komm her, du kriegst Karies. Also wir haben jetzt diese zwei Tore, die jeweils zu sind und die wir nicht aufkriegen. Eins hier. Obwohl wir so viele Schlüssel und haben. Und eins da. Ja. Bereit, erledigt. Ja. Erklär und dem hier doch mal einer, wie ein Schlüssel funktioniert. Und hier gibt's noch diesen Hebel. Wollen wir da irgendwas mal probieren? Hm. Habt ihr eine Idee? Ich habe eine verrückte Idee. Lass uns den Hebel mal drücken. Schlagen? Nein, ziehen! Willst du ihn mal schlagen? Verschlossen. Das müsste auch gehen. Oder es könnte auch gehen. Ihr habt es nicht geschafft, die Tür mit Gewalt zu öffnen. Wir sind in einem Dungeon voll mit Skeletten. Was soll schon passieren? Wollen wir mal versuchen, die anderen Türen mit Gewalt zu öffnen? Schon dran. Bobby, mach das mal. Nein. Komm, sag noch ganz leise. Nein. Nee, geht nicht. Moment, was mache ich? Gameboy spielen. Das ist das Tor mit Gewalt. Klappt nicht. Ich glaube, geht gar nicht sein tolles Schwert kaputt. Ausrufezeichen Hebel finde ich sehr gut. Aber funktioniert leider nicht. Auf Bobby noch Stärke? Nee, noch nicht. Nee. Du brauchst dann. Bobby, hier, trink mal diesen, halt mal still. Alia. Alia, schreib dir mal eben den Bauch. Jetzt kommt. Wir bräuchten jetzt so eine Animation. Guck mal, der leuchtet. Super Saiyajin. Das war die He-Man-Melodie. Irgendwie geht das nicht. Aber wenn das steht verschlossen, muss man es doch aufschließen können. Ja. Genau. Ich weiß nicht, weil hier kann man ja nicht verschlossen. Zauber, die das können oder so? Es steht doch extra da, der Mechanismus verfügt nicht über ein herkömmliches Schloss, also kann auch kein Schlüssel passen. Und könnte gegen einfacher Zauber geschützt sein. Einfache Zauber. Wir haben doch keine einfachen Zauber. Okay, bitte dich. Was habt ihr denn so für Zauber? Gucken wir mal. Vertrauen hatte nicht Schlösser, die gegen einfache Zauber geschützt sind, öffnen. Den Spruch, den habe ich, glaube ich. Ich glaube, der Zauber hieß Klopfen, aber... Ja, ich wollte nur sagen. Das klingt aber einfach. Ich meine, das klingt kompliziert. Ich glaube, Korben konnte den wenn dann, ne? Ich meine auch. Habe ich den gelernt? Ja. Nee. Der klingt nicht so, als wenn ich den ausgesucht hätte. Du klopfst nicht so gerne. Nee. Ich gebe unserem kleinen Plus mit lieber meine Kopfnuss. Das klopfe ich. Ja. Hey. Hey. Gibt's doch nicht, nee. Ein Mini? Mini den vielleicht? Brennende Hände? Ebenbild? Spuk? Schmieren? Sprühende Farben? Klopfen! Dann machen wir das doch mal. Ah! Der Mini hat's. Mhm. Der Mini hat's. Mach ich gleich zweimal, ne? Mhm. Ja, aber eigentlich muss man immer dreimal klopfen. Das ist oh. Nee, du hast das Penny dazwischen vergessen. Stimmt. Der Mechanismus verfügt nicht über ein herkömmliches Schloss. Könnte gegen einen vielleicht bei der anderen Tür. Was ist das blöd? Ja, ich weiß nicht. Und den Schlüssel extra benutzen muss man nicht, ne? Also muss einfach nur im Inventar. Es hat ja kein Schloss, deswegen habe ich das vorgelesen. Weißt du, wenn du also hier, du aber, kannst aber, das nicht aber. Irgendwie falscher Gegenstand, sagt er da nur. Okay. Bereit, erledigt. Ja, seltsam, das alles. Ich schaue mir nochmal dieses Grab an, das da offen ist. Vielleicht liegt da doch noch irgendwas drin. Hier. Welches? Okay. Ach, hier? Ne, das, genau, das, ja. Da war nichts drin. Ja.
Okay, ich gehe nochmal überall rum und guck, ob wir irgendwas übersehen haben. Irgendeine Tür, irgendeine Falle. Mini, ich lass dich... Ach, es ging nicht. Und Mist. Was denn? Nee, ich warte, ob wir Klopfen da drauf machen, aber es ist ja dieselbe Meldung. Von daher denke ich mal, wird da nichts gehen. Hier ist so ein Schädel. Ich nehme mal den Schädel mit. Das hat Bobby jetzt schon für dich gemacht. Das scheint der Schädel eines anderen Menschen zu sein. Vielleicht lässt sich ja mit dem Schädel der Hebel drücken. Solche Logik erfährt man auch nur in Baphomets Fluch. Das hatte Bluesy mich letztens gefragt, ob wir das mal spielen wollen. Aber dann haben wir leider rausgekriegt, dass wir beide alle schon gespielt hatten. Die Guten schon gespielt hatten. Genau. Ja, was du mal spielen könntest, wäre Baphomet 3 und 4. 2,5. Die Tür geht auf, Nebel windet sich herein, dramatische Musik startet und alle nehmen respektvoll Haltung an. Majestätisch schreitet er herein und das Spotlight fokussiert auf ihn. Ave, Chat, der Hippo ist da. Was geht? Hallo Hippo! Hallo Hippo! Das waren gut investierte 100 Channel Points. Das waren gut investiert. Diese Geräte scheinen noch fast neuwertig zu sein. Sie weisen keine Spuren von Rost oder Verschleiß auf. Also wir müssen definitiv zwei Sachen öffnen, damit hier die Tür aufgeht. Und das muss auch gehen. Ich nehme die Geräte mit, damit ich sie nachher verticken kann, wenn die noch neuwertig sind. Das kann gar nicht sein, dass wir hier nicht weiterkommen. Man muss das hier unten finden können. Mit jedweder Heldengruppe. Hieß der Fast and the Furious Film hier Autoteile neuwertig? Original, ich hab's vergessen. Original, ja. Habe ich denn da diese eine Tür, die nördliche Tür schon versucht gehabt? Der war, ja, war dieselbe. Nee. War nicht dieselbe. Wow. Ist gut. Wow. Zombie. Oh. Ich höre, bin schon dran. Neues Modell, Originalteile, was gut. Ah. Wie kann ich helfen? Oh, da sind nochmal fantastischer deutscher Untertitel. Los geht's! Haut zu! Haut zu! Dein Befehl! Zack! Macht sie alle kaputt! Den Tisch findet ihr dann gleich hier. Knochenstaub. Ich nehme mal hier einen Zauberstab benutzen. Obwohl, der ist auch zu spät. Hier, erledigt! Nee, das ist eine 9 von 10. Das ist ja ein sehr guter deutscher Titel. Hier ist ein Schlüssel, einfacher Schlüssel. Oh. Und Gift verlangsamt. Der macht jetzt bestimmt die andere Tür auf. Genau, der macht die untere Tür auf, garantiert. Sag mal, warum haben wir kein einfaches Fallen? Schloss? Warum schleppt mir eigentlich dieses fallenentschärfende Mini-Ding da hinter mir rum, wenn ich alles aufmachen muss? Ja, irgendwer muss ja zuerst die Fallen rennen, bevor ich Plus gucke mit dir belustigt Mini zu, wie du sehr ungestüm alle Truhen öffnest. Ja, ich meinte auch eher unsere AI als dich. Ich hab doch Bluesy davor ungefähr 90% aller Sachen aufmachen lassen. Ja, aber es spricht doch nichts dagegen, 100% aller Sachen aufmachen zu lassen. Und ich glaube, das eine Mal, als du vorher ihn hast aufmachen lassen, kam auch gerade eine Falle. Zwei. Ich habe zwei Pfeile in den Kopf gekriegt. Genau. Ja gut, da ist ja nicht mehr viel kaputt. Vorsicht da unten. Hey, wir haben sie endlich offen. Wir sind eine Indoor-Aktie. Ich habe übrigens gesehen, dass ich vor 5 Jahren knapp Ethereum gekauft habe. Yay! Reich. Du brauchst diesen ganzen Scheiß jetzt gar nicht mehr. Was? Du brauchst diesen ganzen Scheiß? Hat er uns gerade Scheiß genannt? Nein, ich meinte natürlich. Ja. Also warte, ich kann mein Twitch-Abo also doch deabonnieren. Nee. So krass ist es auch nicht. Aber es ist schon irre, wie es sich vervielfacht hat. Das will ich nicht verneinen.
glaube, ich muss mich wieder aufrecht hinsetzen, wird mir gerade gesagt. Ja, ja, sonst. Mini nur ist nur deine... noch eine Stirn. Ich bin halt ein Halbling. Ja, nein, du bist ein Gnom, du bist noch kleiner als ein Halbling. Sowas gewesen. Selbst Plusi ist größer als du. Das glaube ich. Vor allem bist du toter als Plusi. Ich bin schon dran. Was? Ja, tot? Heilung. Ja, genau. Schau mal, Heilung. Gute Idee. Ich mach trotzdem mal Fallen finden, das ist eine ganz gute Idee. Wenn ich still und heilt mal einer diesen, ich höre, diesen Halbgnom da. Wird gleich geschlafen. Außerdem hast du jetzt einen Katana, kann nichts mehr passieren. Guck mal, du machst den jetzt alleine platt. Das stimmt. Oh. Naja, mit ein bisschen Hilfe. Ups. Was ist denn da los? Ich lasse mal alleine, das ist ja... Plus mit erleidet 7 Schaden durch Spitze von Düsterschrecken. Rettungswurf gegen Tod. Okay, ich gehe mit Plusi mal weg. Oh. Vielleicht sollte er das doch nicht alleine machen. Vielleicht ist er verflucht und das ist jetzt eh ein Effekt, der irgendwie... Jetzt trifft wieder keiner von euch. Das ist so lächerlich manchmal. Das ist üblich, ne? Ja, das ist aber immerhin stehe ich schön weit weg. Super. Immer die Stoffi... Was haben wir denn hier? Bemalter Stein. Und? Personen festhalten. Bemalter Stein. Klingt ja wahnsinnig. Wir haben uns daneben riskiert für einen bunten Stein. Mhm. Ich wette, der Stein macht jetzt diesen Dings auf, diesen Mechanismus. Hier, um wie viele Ethereums wettest du? Ich habe aber auch IOTA. Das war immer noch ein Griff ins Klo. Ja, gut. Ich habe damals mal Matchcoins gekauft, aber ich glaube, ich verpinne sie nicht mehr. Aber manchmal verlierst du und manchmal gewinnen halt die anderen. Mhm. Ja, das hat geklappt übrigens mit der Scheibe. Yes. Dann schlafen wir nochmal. Wir schlafen nochmal. Auf jeden Fall. War das Tür, die Tür aufgegangen? Hätten die Tür zulassen sollen. Vor dem Schlafen. Wer schläft denn mit offener Tür? Das sind alles Erfahrungspunkte. Das sind laufende Erfahrungspunkte. Genau. Kann denn schon jemand hier wieder... Weil Weber fragt, wann dann der AVA-7-Coin kommt. Dammit. AVA-Coin. Wow! Oh. Wir machen jetzt auch eine shady Kryptowährung. Ja, jetzt hau ich vielleicht doch mal... Wenn ich eine Heilung hab, dann... Nee, vor allem mein Begleiter ist auch so gut wie tot. Ja. Dein Befehl? Das ist super. Ich höre, erledigt. Ja, das soll geschehen. Nee, man kann auch mal Kraft hier, Dingsbums auf den Bobby und so machen. Ja. Und ihren Zauberstab. Ja. Stimmt, ich setze auch einfach mal den Zauberstab an. Zweimal, damit er runter ist, auf 20. Und dann da nie wieder. Habe ich einen Heiltrank? Weil. Ja. Oh, oh. Ja, aber das sieht ziemlich. Der hatte noch mehr als du hast. Ihr müsst mal gucken, wie viel Schaden die machen. Er hatte noch 11 und die machen nur 5. Oh, okay, 8. Nur. Lieber eine Aktie machen, da stürzt sich dann Wall Street Bets drauf, ohne dass du was machen musst. Na gut, du musst nur behaupten, dass einer die Aktie geschortet hat. Sag mal, warum kämpfen wir da vorne eigentlich zu zweit und da hinten stehen 4 Leute rum und machen nichts? Weil die nicht angegriffen werden dürfen. Ich muss mal gucken, wie das aussieht. Wir machen eh 95% des Schadens, ist doch egal. Das stimmt. Mag ja sein, aber sie können ja wenigstens mal so tun, als ob sie mithelfen. Mhm. Ich werf Steine. Nehmer wirft die ganze Zeit Steine. Ich werf Steine. Ja. So, jetzt aber, jetzt wird's klappen. Mhm. Ich hoffe, du hast Das sieht gut aus. Yes! Ich glaube, wenn die zweite Maus da an dem Holzbalken ist, dann funktioniert das. Das ist so eine Computerspiellogik, das habe ich früher auch immer so gemacht. Videospiele nach sowas durchsucht, wenn man sowas sieht, dass das dann das und das bedeutet. Ja. Das ist wie bei Pokémon. Wenn du ein Pokémon fangst, musst du unten und B drücken, dann bleibst du drin. What? Klappt nicht, macht aber jeder. What? Oh, wir haben noch mehr Freunde zu spielen. Zurück durch die Tür, würde ich sagen. Zurück durch die Tür. Genau, zurück durch die Tür. Und wir sind auch gleich.
Nehmer, willst du vielleicht mal so einen Flächenzauber machen? Hast du sowas? Ja, gute Idee. Nee, hat sie nicht. Ja, die hast du ja alle rausgenommen. Doch, hier sprühende Farben, brennende Hände kann zumindest Minima machen. Wieso sollte er seine Hände anziehen? Sag, was du dich fürchte. Ach du Scheiße. Gewiss. Heilung auf. Ach du Scheiße. Ist so gut. Wie kann ich helfen? Aber es soll geschehen. Bereit. Hast du noch mal gespeichert? Leuchtenden Pools nicht okay. Ich habe gespeichert, nachdem wir das aufgemacht haben und alles und nach der Heilung. Dein Gewiss. Hm. Immerhin. Was heißt denn hier immerhin? Was ist das denn jetzt? Nein, nein, nicht. Nein, doch nicht so. Naja, schon. Weil dann könnte ich nämlich vorher auf Bobby und Olli Stärke wirken. Ja. Aber wir sterben jetzt nicht. Wir schaffen das auch so. Was auch immer Olli da macht. Er flüchtet. Genau. Olli beschäftigt sich. Akro loszuwerden, genau. Er hält seinen Kreislauf im Gang. Oh. Brought to you by Plusmates. Was? Netzwerkfehler ist aufgetreten. Oh oh. Oh. Was? Tschüss, Nehmer. Da unten steht jemand ziemlich totes. Ein Wolf, ein wehrender Wolf. Ja, der greift wird aber nicht angegriffen. Alles gut. Befehle? Achso. Ich höre. Das Olli, ist alles ganz gut soweit. Nee, Olli, fass. Kriegst auch ein Leckerli. Oder vielleicht noch Pelze. Bereit. Super! Jede Menge Skelettknochen. Super! Die machen doch kaum Schaden. Bam, Leute, bam. Nice. Nur der Vertraute von Nehmer. Waren die ersten 5% aus dem Raum, die wir gepult haben? Mehr Zauber einsetzen, glaube ich. Ja, wir müssen auch irgendwie mehr diese Logik, dass vorne Tanks und hinten Stoffis stehen, ja. Also alle anderen. Ja, quasi. Das war jetzt halt eben ein bisschen sehr, sehr schwierig. Generell machen wir das jetzt noch. Ja, aber wir haben auch ja so Buffs und sowas, weißt du? Die setzen wir kaum ja, ein. Die Buffis, die wollen wir einsetzen. Wir müssen mehr puffen. Wir haben zum Glück niemals wegwerfen lassen. Erstmal kann der nicht vorlaufen. Stellen den einfach ganz vor. Oh, der Blick von ihm. Komm schon, das ist kein fliegendes Schaf. Also. Wollen wir nicht lieber schlafen gehen? Ne, jetzt mache ich mir die Arbeit, weil mir das so oft vorgeworfen wird. Und jetzt macht das ist immer das Gleiche. Man kriegt hier nur Kritik von morgens bis abends. Ja, alles, du bist eine AI, du hast keine Gefühle. Das weißt du hat nicht. Hat die AI auch die... heute den Tweet abgesetzt, wo er Danke gesagt hat? Wozu alles hast du Danke tot. Gesagt? Dass es euch gibt, aber schön, dass du es nicht weißt. Ich hab kein Twitter. Twitter ist aber so ich öffentlich. Hab heute noch nicht. Ich hab den geliked. In den letzten 3 Wochen Twitter nicht aufgemacht. Ich mach Twitter auch, wenn ich auf Twitter gucke, seitdem lasse ich's. Ich musste arbeiten. Wie kann ich helfen? Befehle? Gut, ja, das sieht mit dem nicht aus. Währenddessen schaut man doch auf Twitter. Das ist das Problem, ja, ich hatte heute keine Zeit. Wir haben doch keine Zeit. Genau. Bereit. So, das hat ja schon mal sehr gut geklappt. Einverstanden. Ich muss Twitter auf meinem Arbeitslaptop mal wieder. Boah, geht das jetzt die ganze Zeit so weiter? Das ist ja der krasse Scheiß. Natürlich! Ich glaube, das ist halt der Enddungeon von dem Tal. Das ist der Enddungeon vom Spiel. Na, eigentlich ist es immer noch das Ende vom Tutorial. Haben wir nicht eigentlich den Kampf mehr oder minder ausgelöst, weil ich gesagt habe, ja gut, wenn du uns im Weg bist, dann radieren wir dich halt aus? Ich bin mir nicht sicher, ob es überhaupt eine andere Möglichkeit gibt. Ach du Kacke. Ja? Tja. Ich sehe jetzt gerade überhaupt was auf deinem T-Shirt sieht, Bluesy. Ja. In my defense, I was left unsupervised. Ja. Das hatte ich heute während der Arbeit an, das war in Meetings besonders gut. Vor allem mit den Kunden, ne?
Ja, es, Kundenkontakt lassen sie mich nicht haben, komischerweise. Ja, warum wohl? Warum wohl? Schlaue Firma. Nein, wir haben keine Kunden. Das ist auch okay. Ehrlich? Glaub mir, die machen nur Arbeit. Nein, wir haben theoretisch Kunden, aber vor allem quasi unser Mutterkonzern ist unser Kunde. Olli! Sicher doch. Ja, ja, ich laufe doch schon im Kreis. Ich halte doch meinen Kreis doch im Gang. Das hey, Blusi. Blusi auch. Ja. Und Olli. Haben wir keine Tränke mehr? Ja. Also nach wie vor, ich sag das jetzt nochmal, der Werwolf kann keine Tränke nehmen. Und alle anderen haben derzeit keine Tränke. Wenn du eine Schüssel tust. Ich wollte auch gerade sagen. Hast du mal versucht, mit solchen Branken eine Flasche zu halten? Die zerbricht. Vor allem, wo will er die denn verstauen, die Tränke? Ja, dann hallo, soll halt der restliche Müll dran auch wissen. Darum. Ach, ja. Das ist ja ein Beutelwerwolf oder so. Ja. Ein Beutelwerwolf. Kängurus sind echt gefährliche Tiere. Sag mal, kannst du da zwischen mehr Leute vor den Gegnern wegrennen, als sie bekämpfen? Ja. Jo, und jetzt auch noch hier. Oh, ich bin oh, das doch Gott! Nein, doch nicht auf die Stoppen! Schließ dich unserer Kreis an. Meine Leute kämpfen, wir rennen im Kreis um die Gegner rum. kann jemand die billige Musik einspielen? Oh ja, wir haben noch einen angedockt. Oh, einer ist tot. Oh, Mini mir gibt als erstes auf. Na gut. Dann würde ich sagen, schlaft ihr vorher nochmal. Sofort drei Zuschauer weniger, es tut mir ernsthaft? Leid. Oh je. Und ich möchte bitte Maus? Nach dem Schlafen direkt als allererstes siehst du, da Olli ist die zweite und... Maus wieder. Ja, hat aber nicht geklappt. Alles nur Fake ja. Und Luke ach. Und Tuch. Ja, Rätermaus. Irgendwer rennt da... Ich renn da nicht mit halben Lebenspunkten rein. Jawohl. Das ist gut. Kommst aber auch nicht raus. Halbe Lebenspunkte, da kann dir gar nichts passieren. Ich zaubere irgendwas. Oh, Nehmer ist einfach tot umgefallen. Ohne Grund. Oh. Bup. Und, oh, da liegt was nur noch das Kleid. Wo ist Nehmer? Nehmer stirbt wie so eine Vampir. Jedi-Frau. Einfach der Körper weg und dann so. Nur noch das Cape. Oh. Kann ihr doch ihr Machtgeist uns mal Machtgeist. Mal ein bisschen helfen. Du musst weiter hinten schlafen. Meinst du, es macht einen Unterschied? Mhm. Also Fackeln setzen, dass keine Monster spawnen. Also wenn wir hier so in 2-3 Folgen rauskommen, bin ich dafür, dass wir uns mal mit taktisch ein bisschen was überlegen. So. Das ist taktisch. Es ist keine Taktik, 2 Leute kämpfen zu lassen und 4 rumrennen zu lassen. Ich höre. Tucker, was? Doch. Genau. Alternativ kann ich deinen Spielstand auch in die Cloud laden und dann spielt mal jemand anders und dann gucke ich mir das an und lerne. Ich sage nicht, dass du es anders machen sollst, ich sage, dass wir als Gruppe da mal drüber nachdenken sollen, was wir eigentlich für Zaubermöglichkeiten haben und wie man die einsetzen könnte. Geh mal weiter nach hinten zum Schlafen. Boah, yeah. Die AI ist aber auch eine Zicke, ne? Ehrlich. So. Ich will ja nichts sagen, aber so ging es mir das gesamte letzte Adventure. Ich war immer ganz vorne und habe alle Fallen abgekriegt. Und, so. Und deswegen ich kürze dich auf. Du meinst, und warum ist ja dieses Mal wieder das gleiche? Ja, habe ich mir auch gefragt. Ich wollte eigentlich hinten bleiben. Hat irgendwie nicht geklappt. Ich habe mich spontan in einen Werwolf verwandelt. Hat geklappt. Hat den Plan kaputt gemacht. Ab jetzt glauben wir immer, was Nehmer sagt. Richtig. Okay, ich möchte jetzt als nächstes bitte erst stärker auf Bobby und Olli wirken. Mhm. So, welche anderen Zauber hatte ich noch? Wie lange hält das denn? Eine gute Weile. Zumindest so viel wie von diesem Tal bis zu dem Baum. Denn wir haben es ja mal auf Olli gehört. Hast du jetzt verzaubert? Noch nicht, ich bin auch noch gar nicht drin. Du sollst ja auch nicht das erst machen, wenn wir drinnen sind. Nein, aber wenn wir davor stehen, vor der Tür natürlich. Damit wir möglichst wenig Zeit verschwenden.
Eine Stunde pro Stufe. Ich freue mich auf den Tag, wo Spiele rauskommen, die genauso eine KI haben wie, oder AI haben, wie wir hier gerade, mit der du diskutierst darüber, ob er seinen Befehl annimmt oder nicht. Die gibt's doch schon. Das gibt's doch alles schon. Das nennt sich Windows. Ich dachte jetzt Alexa, aber egal. Welche anderen Zauber habe ich jetzt aktuell noch ausgerüstet? Hast du gerade Windows unterstellt, da wäre ja irgendwelche Intelligenz. Magisches Geschoss und Maeve Säurepfeil, die wir regelmäßig benutzen. Den Schlaf und den Vertrauten. Okay. Mini hat ein gespiegeltes Ebenbild. Ebenbild, Schild und brennende Hände. Und zweimal klopfen. Was? Schild müssen wir ja auch eine Weile halten. Ja. Er kann sein Schild jetzt schon machen, das stimmt. Dann mache ich das Schild und das Ebenbild mal, oder? Ich möchte gleich auf den größten Gegner direkt als erstes Schlaf wirken. Mhm. Befehle, einverstanden. So. Bin schon dran. Mal gucken, ob das hilft. Da kommt ein großer Gegner, der kriegt Schlaf. Und gleich fällst du wieder um. Das hat leider nicht geklappt. Der ist es nur so lange er. Das müssen wir machen, wenn Flusi sich rumschleicht. Da geht das anscheinend gut. Das war trotzdem gut. So. Ich glaube, wir haben auch nur die Minimalanzahl gepult jetzt, oder? Ja. Ich glaube, Mini hat ein Mini-Mail, oder? Mhm. Ja. Das ist ja mein gespiegeltes Ebenbild. Gleich mich. So, ich möchte bitte mein magisches Geschoss loswerden. Ich heile. Alle schon dabei? Ich hau noch eine Heilung rein. Ich möchte meinen Schaden immer bitte auf den Gegner konzentrieren, der am wenigsten Lebenspunkte gerade hat. Ich muss das an den Balken abhängig machen. Ich weiß nicht, wie viele Lebenspunkte sie haben, aber ich nehme den mit dem kürzesten Balken. Ja, den mit dem wenigsten Balken. Weil mein Schaden wird meistens wahrscheinlich nicht dafür reichen, großartig Schaden zu machen, aber vielleicht, um Gegner umzuknocken. Also du willst die ganzen Assists abstauben, verstehst du das richtig? Quasi, ja. Ein Gespenst. Ach, Gespenst. Der kriegt Maeves Säurefall bitte ab. Ach nee, oder auch nicht. Kommt lieber zum Beißen. Ist dann ist es Magier? Nee, ne? Nee. Okay, auf den mittleren Großen, der mit der Rüstung, der kriegt Maeve ab. Und ich spreche Gesang. Jetzt sind alle total konzentriert. Bobby, deine Ansprache hat geholfen. Ein neuer Follow. Ja, so ist das auch richtig. Vielen herzlichen Dank für den Follow. Reißt euch mal zusammen. Oh, hallo. Q1. Hi, Christoph. Den kennt man von gestern, von meinem Stream. Dein Befehl. Willkommen. Meinst, er war eins der Artefakte, oder? Nein. Wow. Die Kameras hat funktioniert. Von ihm kamen die Artefakte. Hier. Jetzt schieb's nicht auf ihn. Okay, sein Internet dann wieder schlecht. Das ist gut. Zack. Na siehst du, das geht doch tausendmal besser jetzt. Ach, das stimmt, ihr habt vorher jetzt einfach nur nicht mitgespielt. Ihr habt euch auf die faule Haut gesetzt und mich machen lassen und nur rumgemotzt, so wie die Deutschen. Also dürfen wir die KI nicht alleine spielen lassen. Glaube ich. Das ist nicht Sinn des Streams, oder? Eismodell als Screensaver. Ich wasch mir meinen Bart in deinem Blut. Genau. Oh ja. Kriegen wir eigentlich irgendwann auch mal wieder Level-Ups oder sowas? Mhm. Ja. Obwohl, die bringen ja hier nicht viel. Doch, die Level-Ups bringen doch hier total viel. Achso, du meinst nicht mehr so viel. Erfahrungspunkte bringen die nicht mehr so viel. Du hast jetzt noch den Vertrauten finden nur noch. Achso, habe ich den gerade noch nicht beschworen? Der ist immer da. Doch, da. Ich glaube, der Segen ist auch noch da. Ja, Segen und Gesang ist noch aktiv. Ah, der Gesang. Wie lange der hält. Ich weiß nicht genau, was eine Phase ist und was eine Runde ist.
Ja, so bescheuert aus, wenn die alle so 10 Runden lang irgendwie alle nur ins Leere schlagen. Ja, aber es sind okay, eben sehr galante Skelette. Eine Phase. Als Streamsaver, sehr gut, Akila. Ich hätte echt gedacht, dass es noch ein Raum wäre oder so. Jetzt ist es doch total viel. Wenn ich so eine Heilung habe, dann gebe ich auch mal wieder nach Fall. Oliver. Ich habe keine Zauber mehr, ich möchte schlafen. Wow. So sind sie, die Magier. Ich bin so erschöpft. Du hast doch noch deinen Zauberstab. Stimmt. Ja, aber den setzt man nur in Notfall ein. Außerdem ist er jetzt gerade auf 20 runter. Du findest doch dann wieder einen neuen. Der ist gerade auf 20 runter. Ich verteile mal die Heiltränke neu. Das ist wie in jedem Rollenspiel. Der Zauberstab muss jetzt bis zum Ende des Spiels aufbewahrt werden. Krass, ja. Ihr habt alle Heiltränke weggesoffen. Seid ihr eigentlich irre? Ja. Entschuldigung. Eine KI hat mich sein Bier. Eine KI hat mich gezwungen. Ich hatte, glaube ich, eine Stille gefunden, oder? Kann ich das versuchen zu lernen irgendwann? Und wenn wir dann wieder nerven, wirkst du einfach Stille und dann. Genau. Nee, kannst du nicht. Kannst du nur wirken, aber nicht okay, dann, merken. Ja, gut, da brauchen wir dann Magiergegner. Wahrscheinlich. Hier, sag, was du von mir willst. Befehle? Los geht's! Stimmt, als Priester kriegt man seine Zauber ja von den Köpfen. Oh, jetzt sind nochmal schöne Magier zu euch gekommen. Oh, Vertrauter ist gestorben. Stille! Ich hätte gerne meine Zauber. Ich bin so gut wie tot. Stille! Sag mal, Ruhe hier! Genau. Schnauze! Das hat geklappt, Korb. Das hat schon mal geklappt. Ich höre. Ach, sehr gut. Es ist so still hier. Bereit. Aber wenn die schöne Blume da Nema auch erwischt hat, dann kann sie, glaube ich, auch keine mehr. Ist egal. Sie hat ja keine mehr. So ist es. Ach so, ja. Nema, willst du vielleicht doch deinen Stab einsetzen? Ja, ich setze meinen Stab ein. Aber ich habe das dumpfe Gefühl, sobald mein Vertrauter stirbt, bin ich drauf. Wie gesagt, ich glaube nicht daran, dass ich das lohnt, mich dass mal besonders dezent zu Hause bin. So. Hast du mich auf den Bogen? Plus, ihr wechselt doch auf den Bogen. Ich wechsle auf den Bogen. Nachdem super. Ich eine Eingebung habe. Eine wollische Eingebung. Genau, genau. Die Watte in meinem Kopf spricht zu mir. Das Schaf ist dein Geistertier, ne? Oder wie heißt es? Ja. Oh, ich bin fast tot. Heilung habe ich keine mehr. Heiltrank? Aus dem Off. Ich habe ja vorher schlafen wollen. Stille einsetzen, Stille einsetzen! Auf in den Sieg! Das sieht alles aus wie Heilung, aber es ist Segen und so ein Kack hier. Mini sagt, hau den schon um! Was ist das für ein Vieh? Mumie! Ich hau nochmal einen Segen raus. Jemand oder an. Irgendwas hab ich doch bestimmt. Ich werf auch nochmal ein magisches Geschoss raus. Magisches Geschoss! Hast du nicht? Ich bin hier! Doch, so, den Zauberstab! Meinst den Zauberstab meinst du? Noch eins? Du brauchst mich? Ja. Damit es wenigstens eine gerade Zahl ist. Der ist gestorben. Oh. Nein! Ah, nein, so knapp. Mini. So knapp. So knapp. Super, gerade durch meinen letzten Angriff. 3000 Erfahrungen wird das geben. Ja. Also. Bereit. Nein, auf die Mumie. Da stand die Mumie. Schlafen, schlafen, schlafen. Ein Schaf braucht immer genug Schlaf. Drei Schafe. Geht die AI schlafen? Wenn sie nicht schlafen geht, dann mache ich einen Geisterhammer, bevor wir angreifen. Okay. Die AI geht schleifen. Die KI hört brav auf das Schaf. Das hallende Schaf. Das hat sonst nie geheilt. Hallische Schaf. Aber sonst hatte ich auch immer ein Overlay. Hallische Mini, was halt denn da heute?
Ich weiß es nicht. Also StreamYard nimmt heute unsere beiden Mikros parallel ganz gut auf. Geht mal ganz gut, also gut, nicht so gut wie sonst, meinst du? Geht ja. Mal auf Mike Dingsbums und macht die Echo bla 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 an und automatisch... Maximale AI-Unterstützung von StreamYard. Mhm. Tatsächlich ist die Echo Cancellation bei mir schon an. Dann mach sie aus. Ja. Mach sie mal aus, ja. Nein! Ich habe es nicht. Immerhin nur zwei. Skeletten. Pre-Erfahrung. Jetzt haben wir's. Ich höre, bin schon dran. Party? Ich höre, ups, bin schon okay, dran. Okay, dann weg der Twitch-Stream, dann schön, dann mach ich mal F5. Ah, dafür sind wir doch alle hier, für die leckenden Twitch-Streams. Ja. Also, solange wie es keine Artefakte gibt, auf die habe ich ein Patent. Artefaktoli. Erledigt. Muss ich dir dann Gebühren zahlen, wenn ich Artefakte... So, dann macht Nehmer wieder, nehme ich an, Stärke auf die beiden. Natürlich. Aber es ist billig. Dann hole ich mal meinen heiligen Hammer raus. Das ist die heilige Handgranate. Ja, die auch. Q1 sagt, das sind meine Artefakte. Stimmt, stimmt. Ich habe sie nur patentiert, aber er hat sie erfunden. Ja. Boah, jetzt seid ihr so wahnsinnig gut vorbereitet. Jetzt kommt nur noch der Gesang von Korben und dann ist der Rest gegessen. Richtig. Hallo, Stefan. Pink Unicorn. Gute Nacht, Stefan. Nacht, Stefan. Gute Nacht. Gute Nacht, Stefan. Schlafen Sie. Jetzt wo? Kommt der so langsam, dann ist mein Zauber vorbei, bis der da ankommt. Korben, willst du auf den Magier wieder Stille machen? Stille, ja. Stille da unten rein. Gute Idee. Jetzt grade, gute Idee, AI. Gerade brauchen wir es nicht, weil der immer noch nicht getriggert ist. Beginnen wir das Abschlachten, sagt Bobby noch. Hey. Alles gut, Bobby? Du nein, scheinst Akku. So gewalttätig. Ja, Akku. Jawohl. Akku. Ja. Hä? Person festhalten. Haben sie Zauber, wenn er wieder loskackelt, um Leute zu beklauen. Befehle, bin schon dran. Ist das Spiel viel stiller? Das hat nicht geklappt. Das hat aber nicht funktioniert. Ah, nein. Nein. Au, 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 au. Arme Olli. Setzt du die Stille auf den Boden oder auf eine... Mein Fell schon eigentlich auf den Boden, ja. Boden. Okay. Area-Effekt eigentlich. Okay. Heile, heile, heile. Kannst du nicht. Erstmal den Ho... Ach, wieso nicht? Stille. Das hat anscheinend ja. Doch geklappt. Ja. Schau mir mal. Tot. Der ist tot, die Mumie ist tot. Befehle. Ich nehme mich der Bums. Ich höre. Hier komme ich. Bring mir die Hölle. Ich glaube, die Stille ist weg. Ja. Aber die Magier auch, also. Ja, aber heilen. Cardius! Bam! Und Level Up von irgendjemandem, oder? Nee. Hier. Ich bin schon angehört. Hä? Boxhorn! Sieht man denn irgendwie irgendwo, wie lange es noch bis zum Level abgeht? Ja. Ja, im Profil. Da. Also Charakterbogen. Da. Nee, da. Nächste Stufe 20.000 und Nehmer hat 15.000. Bobby, 16.000. Du bist ganz kurz vor Stufe 5, Bobby. Du brauchst nur 16.000. 20.000 hey. Für... Olli, 20.000 für Plusi, 8.000 nur für Mini und Mini hat auch nur 7.000. Keine Ahnung, warum der so langsam. Ach, weil er mehrklassig ist. Weil er mehrklassig ist. Deswegen stieg der auch am Anfang so. Und du übrigens auch, 8.000 und 13.000 für dich, Korb. Ah. Und wieso hat Nehmer. Na, dann kriegen wir ja gleich richtig, kriegen wir gleich Fettlevel. Ja, Konstitution hat Nehmer nur 7, wie kommt das?
Schutz vor Kälte? Sie hat da so ein blaues Symbol an dem Bild. Ja, das ist Schutz vor Kälte durch ihren geilen Probe des Widerstands gegen Kälte. Befehle? Keine Ahnung, bin ich irgendwie gerade aktuell krank oder irgendwie sowas? Nee. Überladen vielleicht? Nee. Vielleicht zieht der Drache auch was ab. Hier ist der Morgenstern plus 1, den kann Korben, glaube ich, doch gut, oder? Warst du nicht jemand, der Morgenstern gut konnte? Ich habe aber, glaube ich, habe ich nicht schon... Kriegshammer plus 2 hast du. Ein W4 oder? Plus 2 und das andere ist auch ein W4. Das ist 2 minus 8 plus 1. Hä? Nee. Was? Seht ihr das auch? 2 bis 8. Ach, 2 bis 8 plus 1. Also. Das kann auch nur dann ist der, glaube ich, besser. Passieren. Wie geil ist das denn? Michael, Schaden. Also 2 minus Schaden 8 ist plus 1. Was ist das denn für eine komische Rechnung? Ah, herrlich. Und zwar, das braucht, glaube ich, nie gut. Was ist nie gut? Arbeiten? Ja, finde ich auch. Dieser Sarkophag ist nach unbekannter Manier versiegelt worden. Gewalt. Gewalt. Ich suche Fallen. Ich suche sowas von Fallen. Sowas von fallige Fallen suche ich. Das glaubt ihr gar nicht. Da das fällt ihr nicht drauf rein. Nee. Da fällt dir nichts mehr ein. Boah. Sprühende Farben, magisches Geschoss. Kannst du schon wieder alles gar nicht mitnehmen. Eure Taschen sind voll, Leute. Ich schwöre einen fahrenden Händler. Oh, du kannst übrigens Aganazars Hexerei übertragen. Nee, mal, wollen wir das mal machen? Ja. Moment, was war das für ein Zauber? Aganazars Hexerei. Das ist Zauberart. Hervorrufung. Ja, das ist egal, wer das von uns lernt. Was macht der Zauber? Bei der Anwendung dieses Zaubers sprüht aus den Fingerspitzen des Zauberwirkers ein Flammenstrahl, der auf das von ihm gewählte Ziel gerichtet ist und macht 3W6 Schadenspunkte. Auf alle, die der Flamme im Weg stehen. Das heißt, wenn du sie alle in eine Linie kriegst und auf den hintersten schießt. Und wenn wir dazwischen stehen? Das wäre schlecht. Kriegst du den verbrannten Arsch. Mhm. Das machen wir. Das ist gut. Oder Mini, willst du das vielleicht lernen? Kann ich das auch? Mhm. Dann hast du mal so einen richtig fetten Angriffszauber. Mhm. Das hat geklappt. Hey. Weil Hervorrufung ist, also Sebi macht ja Illusionen besonders gut und ich ja. Ich bin bei Veränderung. Na gut. Ich sollte zum Beispiel übrigens auch besonders gut eigentlich in Klopfen sein. Wieso hat Mini Klopfen gekriegt? Ja. Weil du das gesagt hast. Wir haben dich immer vorher gefragt. Nee. Wir haben das so abgesprochen. Doch. Doch. Manche Zauber habt ihr auch einfach so vergeben. Nein. Da konnte ich gar nichts zwischen. Nein. Kann ja gar nicht sein. Boah, ey, hier müssen wir dringend. Nehmen wir, das ist schon wieder so ähnlich wie in Schwarze Auge. Ich habe so langsam das Gefühl, wenn wir irgendwann hiervon mal zurück in dem Heimathafen sind, müssten wir einmal kurz privat streamen für 45 Minuten und alles sortieren. Sehr furchtbar. Ja, was wir auch nie gemacht haben. Ja. Bereit. Sicher doch. Hatten wir dir gar nicht nötig. So, die Tränke kriegt er so. Was ist das? Wurfpfeile. Mhm. Das sind auch Edelsteine, glaube ich, oder? Die schon in seine Tasche packen. Mhm. Nein, schade. Das hat nicht geklappt. Aber ist nicht so schlimm, war nur Rüstung. Dun, 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 dun. Kaufst dir nun bald. Na gut. Also, wäre Rüstung vielleicht nicht für mich auch mal sinnvoll gewesen? Was war das für ein Trank eben? Ich kann nochmal laden, wenn du willst. Der Trank war Trank der Einsicht. Mhm. Erhöht Weisheit. Aha. Mamas Tee haben wir noch. Ja, was?
Schleuder plus 1. Was haben wir hier? Auch Schleuder plus 1. Muss alles noch identifiziert werden. Das ist Trank der Steinform. Nimmt man diesen Trank zu sich, ist es ebenso, als wenn man sich einem Stein, als in einen Stein verwandeln würde. Rüstungsklasse auf 0. Das ist gut. Ja, kannst du ja mal Fix nehmen, falls minus du... Minus 3 auf Geschicklichkeit. Ja. Weiß nicht, ob das für Plus mit... Nee, das eignet sich, glaube ich, eher für den Werwolf oder unseren Tank. Flussi guckt irgendwie sehr irritiert. Alles gut. Verzeihung. Warum guckst du irrigiert? Flussi, wieso guckst du irrigiert? Ein Gesang. Kriegt nochmal der Korb. Schon wieder. Kann ich schon. Ah, kann ich jetzt einmal. Na gut, kriege ich. Ja. Regenerationstrank kann auch noch hier oben rein. Die können an Flussi. Das ist Mini, aber ist egal. Mini, du hast übrigens auch einen Bogen. Können wir uns auch mal merken. Stimmt. Da war ja was. Da war ja noch was. So, das ist hier alles gewesen, ne? Schon gut, aber noch nicht das, was wir suchen. Das ist nicht der Schatz, den ihr sucht. Wollen wir rasten? Ach, das war so klar. Ich weiß nicht, ob man in dem Raum da... Verdammt. Jawohl! Hast du gerade Axt gesagt? Der hat runtergeaxt. Axt und angeaxt. Kein Problem. Befehle? Bin schon dran. Falls ich eine Heilung habe, dann auch nehmen. Ich höre. Bin schon dran. Oh, Bobby ist auch. Okay, schlafen. Das hat geklappt. Wow. Das war laut. Das war. Jetzt sind wir wieder alle wach. Frisch und mit Energie geladen. Auf Idee des Tages. Links oder geradeaus? Links. Links sieht nach Endgegner für mich aus, jo. Ja, würde mich irgendwie... Türen nutzen, genau. Ich habe keinen Platz mehr in den Taschen. Ja, aber wir werden auch nicht für einen Seitengang wahrscheinlich nochmal zurückkommen, oder so. Ja, wobei, ein Seitengang natürlich nicht schlecht ist, weil wir würden ja jetzt alle gleich Level abkriegen. Außer ein paar von uns und Nehmer ist tot. Oh oh. Sobald der Vertrauen weg ist, ist es echt super fix. Ja. Dann geh mal geradeaus. Die dunkle Seite. Habe ich denn der schon Macht. Wieder Stärke verteilt? Noch nicht. Dann würde ich das gerne bitte tun. Das sollte mit einer meiner ersten Aktionen sein, Stärke auf die Beine verteilen. Noch vor dem ersten Kaffee. Oder Tee. Hier ist noch eine Mumie. Ist quasi derselbe Kampf nochmal in dem anderen Gang. Derselbe Kampf nochmal? Derselbe Kampf nochmal! Ehen Drachen, Waffen unwirksam. Was? Was Schmidt. Ja, der hat irgendwie, glaube ich, den Hund getroffen. Hat sich so angehört. Die Falle ist in. Der Hund ist in die Falle getappt. Achso. Warum krieg ich eigentlich so viel Schaden? Weil die Mumie viel Schaden macht. Gift. Heilung Gift. Auf die Mumie. Jetzt haben wir zwei Level-Ups, Freunde. Also, die Mumie ist doch eigentlich nur ein Skelett bzw. Zombie, der mit Klopapier umwickelt ist. Wieso macht der mehr Schaden als die anderen? Naja, Klopapier ist wertvoll. Bobby, wir erhöhen deine Stufe. Hast du dich schon mal Papier geschnitten? Du solltest Mamas Tee trinken. An Klopapier noch nie. Mini, auch deine Stufe wird erhöht. Herzlichen Glückwunsch. Hallo, ja, sehr schön. Kann ich wenigstens mal lesen, was ich bekommen habe? Nein. Nein. KI, keine Zeit. Da stand ehrlich gesagt nichts, sonst hätte ich nicht weitergeklickt. Ich glaube, du hast nur eine verbesserte Rüstungsklasse. Und zusätzliche Trefferpunkte gekriegt. Genauso wie Korben auch.
So, das bedeutet jetzt aber, ich denke, Bobby müsste mal Mamas Tee trinken, weil er krank ist. Das, ja. Oh, ja. Ah. Dann kriegt er mal Mamas Tee. Namaste. Namaste. Ist nicht Blusis Tee besser geeignet? Lass uns nicht über diesen Tee reden. Wieso? Keiner, der ihn jemals getrunken hat, kann sich noch dran erinnern. Ich weiß nur, dass ich mit Kopfschmerzen aufgewacht bin. Und 70 Trefferpunkte. Ah, gib mir den jetzt gelöst. Meine dicke, fette Heilung in Bobby rein, glaube ich. Das klingt falsch, Corben. Corben kann immer noch nicht wieder. Besser erhalten. Ach Mann, ey. Ich habe aber eine Rolle. Wuscheres Muskel. Lecker. Kann es sein, dass der Werwolf immer noch keine Stärke hat? Pufft bei Bobby einfach. War das eine passiv-aggressive Spitze gegen unsere eigenen? Nein. War das passiv? Ja, schon. Wenn, dann greift ein Schaf frontal an. Mit beiden Hörnern zuerst. Mhm. Haben Schafe Hörner? Ja. Ja. Teilweise? Teilweise, ja. Okay. Kommt natürlich auf die Rasse drauf. Wollte ich sagen. Die Männer sowieso. Mhm. Also die Böcke. Hä? Hat er sich gerade geheilt oder ist das. Nee, ich glaube, das ist einfach unnötig. Der war innerhalb von 2 Sekunden einfach weg. Der taucht gleich wieder auf. Wir machen doch einen Schaden. Gibt hier Fallen? Rüstung, also ich meine, diese verrostete Rüstung muss Jahrhunderte alt sein. Nach dem zu urteilen, was ihr seht, muss es einst ein prächtiger Feldharnisch gewesen sein. Hat man nicht noch so eine Rüstung irgendwo rumfliegen? Kann man garantiert reparieren wieder. Ein Der Werwolf. So, der Werwolf hat jetzt einen Helm. Was? Ja. Denke, es geht anscheinend. Warum nicht machen? Ich merke das immer wieder. Warum nicht? Denn, jetzt kann ich besser mit dem Kopf auf Leute zustürmen und tue mir den Kopf nicht so weh. Hm. Das ist gut. Den Kopf voraus. Hier ist noch mehr Mamas Tee. War da gerade wieder eine Heilung? Wo? Was? Wie? Die du da bei Menge reingeschoben hast? Ja, ich habe dir eine Heilung reingeschoben. Wieso? Können wir direkt wieder auf Bobby verheizen, oder? Nee, die Schriftrolle würde ich jetzt nicht verheizen. Ich bin hier. Erledigt. Merkst du, die AI mag mich einfach nicht. Es so einfach. Damit immer mehr geheilt werden. Dann gib ihm wenigstens den Heiltrank. Ja, na klar kriegt er. Nee, der hat schon einen. Also. Moment, wer hat den Der kann auch zwei haben. Nee, Mini braucht er. Der säuft das Zeug doch weg ohne. Hast du mir gerade aus Versehen einen Heiltrank gegeben? Ich glaub, nein, ich hab dir keinen gegeben. Nein, hab ich nicht. Schockgriff, das sieht gut aus. Schockgriff, Mini oder Nema? Seht ihr, ich frage immer. Was ist das? Schockgriff. Ich glaub. Ja, welche Schule? Veränderung. Veränderung, Moment. Veränderung könnte meiner sein. Bist du nicht Illusion? Nein, das ist Mini. Ah. Ich, ihr seht ja, Veränderung ist meins. Ich das kriege, hat ja immer geklappt. Ich komme? Ja. Okay. Wirklich? Ja. Anscheinend. Mhm. Passiert den Besten von uns. Aber so in aller Öffentlichkeit finde ich das ein wenig seltsam. Oder schön. Nee. Schon probiert, hä? Jetzt habe ich den Faden verloren. Oh, also. Jetzt wird seltsam. Themawechsel. Ja. Genau. Pink Fluffy Unicorns. Dancing on Rainbows. Wir haben wieder eine Stille für Corben, das ist gut. Was? Du hast eine Stille gekriegt. Ah, okay. Erstklassiges Kurzschwert. Ja, das war's. Stich. Und Berührung eines Ghouls. Das kann aber gar keiner benutzen. Mythos hat aber auch recht. Typischer Heilerspruch. Dich heilen lohnt nicht, ich rest dich einfach später wieder. Ja. Warte, wir wollen da schlafen, nehme ich an, ne? Ja, aber bitte nicht direkt vor dem
Hatte ich auch nicht vor. Dann mache ich hier jetzt einmal Klopfen zweimal weg. Ich habe keine Ahnung, ob das überhaupt irgendeinen Einfluss hat, da wo man jetzt im Dungeon ist. Aganazars, Hexerei jetzt zweimal. Jetzt macht die Illusion nicht kaputt. Sonst ist Nema sauer. Mini. Nein, ja. Die Illusion bitte? War Mini. Zweimal Aganazars Hexerei für dich? Ja, probieren wir es mal aus. Geil. Akila, ich habe das ganz genau gesehen. Erledigt. Akila klaut sich 20 Eisenplatten. Oh, guten. Was? Hä, seit wann geht das denn? Hast du den Nightbot gemacht, Bluesy? Was? Nö. Was? Seit wann kann der Nightbot klauen? Oder stehlen? Ich glaub, das gibt's schon länger. Seitdem wir das, Factorio das gespielt haben. Wer? Genau. Hast du dich... Alter, wie? Erinnerst du dich noch an das eine Mal ganz zu Anfang, wo wir Factorio zu viert gespielt haben? Ja, das war schön. Ständig irgendjemand mir die Eisenplatten vor der Nase weggeklaut hat. Da habe ich mich irgendwann so furchtbar drüber aufgeregt, dass du das sogar als Command eingebaut hast. Ich bin hier. Schön. Steht die Daumen. Doch, steht. Ich wirke auch mal mein Schild sauber. Alia. Aber ich finde es lustig, dass jedes Mal eine Eisenplatte mehr geklaut wird, anstelle dass mir insgesamt so und so viele Eisenplatten fehlen. Wird jedes Mal erfolgreicher. Ich höre. Ja, klauen muss man halt auch üben. Du bist halt scheinbar ein dankbares Ziel. Oh, dieser gespenstische Ritter ist aber auch eine harte Nummer. Alles reinfeuern, was geht. Achso, ist schon weg. Welcher gespenstische Gegner? 100 Erfahrungspunkte, so stark können er nicht gewesen sein. Blusi, nächstes Mal Northgard. Alles klar. Ich erwarte meine Waffe nicht. Will mal einer den Bogenschützen da. Nö, nee, da steht da so gut. Links ist noch einer. Unten. Ich beiß genau. Ihn weg. Na, du krallst ihn wohl eher. Du krallst ihn dir unter den Nagel. Wieso nein, ich greif ihn und werf ihn ins Maul. Machst du das mit Absicht nicht? Ja, klar, der. Du nicht mehr pullen? Da, okay. Genau. Ich will nicht noch mehr pullen, so ist es. Ja, okay. Dam, 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 dam. Magische Dinge. Mögen die. Befehle? Du meinst. Go, go, go! Go, go, Power Rangers. Ich höre, bin schon dran. Juhu! Erledigt. Jawohl! Och, jetzt kann Korm schon wieder nicht. Immer wenn Gesang ist, kann er irgendwie nicht zaubern. Das ist echt so ein bisschen suboptimal, ja. Wahrscheinlich ist das ein Konzentrationszauber. Ich gehe mal. Ich muss ja die ganze Zeit singen, ne? Versteckt vor, oder auch nicht. Befehle? Hier komme ich und mit mir die Hölle! Hier komme ich und mit mir die Hölle! Bobby hat die besten Sprüche. Die Höhle, Höhle, Höhle. Und mit mir die Hölle und der Rest der Truppe. Höhle, Höhle, Höhle. Stimmt, während Gesang kann ich keine weiteren Zauber wirken. Und mein Bewegungstempo ist um die Hälfte halbiert. Oh Gott, noch mehr. Aber ich glaube, jetzt kannst du was. Kurze Beine. Jetzt kannst du. Ja, jetzt kann ich. Dann heile ich mal den. Ich würde sagen, jetzt kommt hier noch ein großer Gegner, Leute. Wer will vorgehen? Klein. Dann oder heile ich ihn nochmal. Armee dazu. Nein, sicher doch. In anderen Spielen würde man dich Mana-Grab nennen, Bobby. Verstecke mich im Schatten. Ich bin leid, dass ich gegeben habe und ihn auf die Fresse kriege. Du kannst gerne nach vorne gehen. Okay, da ist noch eine Tür. Nein, 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 nein. Ich such mir mal einen der Bogenschützen raus und hau dem volles Pfund aufs Maul. Meinst du, du ist den heimlich weg? Euer ja. Leben ist verwirrt. Mein Schwert gehört dir. Oh, jetzt. Nein. Ah, Stille. Hast du irgendwas gebracht? Zu spät. Yay.
Ich bewege mich aus der Ecke, wo ich im Ring bin. Nee, ich kann bitte deine Geschütze auf den Magier machen. Ist das okay? Ja. Hat sie genickt? Ja, ja, bestimmt. Flusian Jagel. Das ist akzeptabel. Das Algi Flusian da gerade zwei Skelette in der Ecke festbinden. Ja, du meinst, die Skelette wird flüssig. Total gut. Er hat doch ein Katana. Yes! Super gut, Dema! Yay! Dema! Und jetzt Plusi rennt. Kümmere dich mal um das andere Skelett da. Plusi rennt jetzt mal schreiend vor den Skeletten weg. Wie denn? Du kannst hier nicht raus. Und ich heile mal den. Olli. Ich bin hier. Was? Wie mich? Konnte oh ja, er hat mit ihm. Ich glaube, an ihn komme ich, an Plusi komme ich nicht ran. Ich fress einfach das, was jetzt nur nicht sterben, dann läuft der Laden. Hast du gehört? Nicht? Na gut, dann hau ich erstmal das Skelett um. Yay, es ist tot. Ja, aber. Ich bin auch nicht mehr so fit. Olli sieht blass aus. Nein, und jetzt ist er. Nein! Es fällt gerade um. Ich wollte ihn ja heilen, aber ich hab wahrscheinlich. Doch, ich hab's auch versucht. Ich hab's auch angeklickt. Schnell drauf. Hau mit allem drauf, was ja geht. Was machen die beiden Scherzbäume da unten eigentlich? Spaß. Die schlafen. Die machen das einzig Sinnvolle. Stellen sich tot. Schade, das war gar nicht schlecht. Ein komischer Traum. Also, ich renne wieder hin, getarnt, hau den fetten Magier einmal und renne dann schreiend zurück zu meiner Gruppe. Sind wir doch gebufft? Bei Bobby sehe ich nichts. Nee, es ist vorbei. Wir müssen nur nochmal schlafen. Und jetzt macht Nehmer noch schnell das Geschoss drauf, dann ist der schon weg. Hohohohoho, das sieht gleich aus mit dem Katana. Bam! Boah, war das gut. Boom! Nice! Okay. Nima und Plusi rennen um die Wette nach hinten. Hä, wieso? Was war das denn jetzt? Was? Wow. Die waren sehr noch einen Segen oder sowas? Du hast noch einen Segen, ja? Können wir gleich. Ja, machen wir das. Jetzt. Weil. Ja. Sicher doch. Sicherlich. So, jetzt stelle ich mich vor den komischen Magier, nicht hinter ihn. Das ist aber richtig. Ich bin hier. Ups. Wow. Stille auf den, wenn er nicht tot ist. Ich glaube, das ist. Erstmal schlafen, oder? Ich leg dich erstmal schlafen. Und da ist er vollständig geschlafen. Na gut. Ich kann mich gern mal da vorstellen, aber ich glaube, dann funktioniert halt der kritische Attackeversuch nicht. Ich glaube, dadurch, dass ich im Schatten bin, funktioniert der immer. Okay, dann. So, noch zu denken, bevor du so instinkt. Und genau. Hat aber nicht funktioniert. Ja, meine Güte. Ja, ist doch egal. Kann ja mal passieren. Na gut. Kann ja auch mal mein Dingens zaubern. Ja, das machen wir jetzt. Ihr beide zaubert einfach von beiden Seiten diesen Strahl und das Geschoss. Genau. Und wir sehen den Magier nicht, weil. Und ich hau wieder den Segen aus. Jawohl! Okay, einmal Segen. Zu deinem Befehl. Dann hat er nach dem Sieg Ganazaras Hexerei. Ich bin hier. Und das hat ja toll funktioniert. Oha. Ja, tot ist er. Tot ist er.
Alles gut, ja. Ah, okay, das kommt jetzt erst bei uns an. Das Doofe ist, jetzt sind alle hier im Schlaf gefangen. Also ich stehe noch. Das jetzt sind doch noch ein paar. Oder? Doch. Ihr schafft auch. Da stehen noch genug. Da stehen noch genug. Beiß. So, Heilung auf Mini. Mini ist tot. Mini ist tot. Ja, wir ja das sehe ich ja immer erst später. Mann. Oh je. Aber das ist mit den Magiern klappt doch gut. Ja. Ach ja? Mhm. What? Ja, das im Schatten verstecken ist fehlgeschlagen. Hm, ich verstehe. Das ist immer so geil, wenn sie wieder aufstehen und wieder umfallen. Oh je. Man kann dann so schön zusehen, wie sie langsam verrecken. Ja. Super. Oh, oh, Heilung auf, Olli. Alter, ah, wow, das bringt ja gar nichts. Dein Befehl. Die Heilung. So, das eine Skelett können wir natürlich uns jetzt schön greifen. 7 Helden um ein Mini-Skelett. herrlich. Und wer hat gewonnen? Nema schüttelt nur noch mit dem Kopf. Genau, nee, das Ergebnis spricht aber für uns. Nema hat aufgegeben. Oh. Musste sie sich beruhigen gehen, Mini? Oh, sie sind in einem Gespräch. Und da waren es nur noch 5 Helden. Hier und ein Drache. Also, in Ordnung. Bereit, bin schon dran. So. Ja. Wie lange wollen wir noch so ungefähr machen? Ein paar 10 Minuten müssten so. Also, ich werde dafür, dass der Raum ist, weil. Ja. Ich könnte auch mit Stille pullen. Ja. Ich weiß nicht, ob das sinnvoll ist. Ich würde es noch einmal mit dem Angriffszauber von Mini versuchen. Jawohl! Mhm. Na, wer schießt zuerst? Du! Geil! Hä? Ich hau geh da wieder nein. Raus, Busi! Warum tut er das? Sag mal, bloß, wie brennst du? Ins Feuer gelaufen. Hier nach Luft hat ihn ins Feuer gelaufen. Ja, da war der Dieb zu gierig. Hat sich die Finger verbrannt. Geil. Armbänder, Abwehr, Armbänder, Rüstungsklasse 8. Mhm. Kann sogar von Nehmer verwendet werden. Kann von... Vielleicht sollte ich die mal ansonsten nehmen. Vielleicht reduziert das ein bisschen den Schaden, genau. Den ich kriege. Ich wusste ja gar nicht, dass du da noch zaubern kannst. Das ist ja hervorragend. Ich denke mal, das werden wir sehen, ob das noch funktioniert. Mhm. Ja, geht noch. Befehle? Okay. Dann heilt jetzt nochmal jemand Korben. Das, was nicht geht. Dann nochmal schlafen. Heilt den Dieb, heilt den Dieb. Er hat sich selber die Finger verbrannt. Das hat geklappt. Sprichst du aus deinen Fehlern? Aber den Rest macht er doch jetzt einfach so platt. Das ist doch nichts. Ich möchte bitte stärker auf die beiden wirken. Ja. Finde ich gut. Natürlich wieder im Kampf. Ja. Das muss die KI noch lernen. Nach dem Schlafen. Das ist auch das Delay. Wir müssen mal so ein Skript schreiben. Ich mache einfach den Stream auf 30 FPS und dann kriegt ihr eine Webcam. Ohne Delay. Bereit. Jawohl! Heilung auf Bobby. Alter Falter, was ist denn da jetzt los? Hier. So, das sind irgendwie Heilung auf den. Der Pfeiltyp da oben scheint ganz schön. Kann den mal wer wegzaubern oder so? Jetzt aber.
Befehle? Natürlich auch klar, was dein Gegner gleichmäßig runterzuprügeln. Ja, warum nicht? Eigentlich mache ich es immer so, dass einer einen angreift und der Rest der Truppe den anderen, weil wenn man nur einen angreift, dann geht der andere rum und greift halt an, wen er will. Das ist auch nicht gut. Es ist halt nur manchmal so, dass du dann halt so doll draufschlägst, dass es so aussieht, als würde beides gleichzeitig runtergehen, aber du haust halt einfach doller drauf als die fünf anderen, die den anderen beschäftigen. Okay, aber unten links nicht sonst noch einer gewesen? Den hatten wir doch am Anfang. War den schon gepullt? Rausgezogen. Aber in diesem Sinne schlage ich vor, dass wir uns als Helden, die clever sind, jetzt zu Bette begeben und vorher nochmal den Stein auf dieses Ding. Das würde ich als Abschluss auch gut finden. Das dauert keine Minute. Den muss. Ist das da eigentlich eine Löwenpranke? Noch identifizieren. Per Zauber, jetzt sehen wir, dieser einfache Talisman scheint nichts anderes als ein flacher Stein zu sein, auf den die Pfote eines Wolfs aufgemalt wurde. Der schwarze Wolfstalisman sieht zwar sehr simpel aus, besitzt aber große magische Kräfte. Plus Michael, 10, good job, Michael. Danke sehr. Plus 10 auf maximale Trefferpunkte, plus 1 Bonus auf Rüstungsklasse, plus Bonus gegen Kämpfe und Rettungswurf gegen Odem plus 1. Ich habe gehört, das sind laufende Trefferpunkte für mich. Ja, dann kriegst du den doch mal direkt. Bums, jetzt bist du schon von minus 10 auf 6, von 10 auf 6 direkt besser und hast mehr Trefferpunkte. Dann gehen wir nicht weiter und werden in der nächsten Episode sehen, was passiert, wenn wir auf die Bärentatze stolpern. Ich bedanke mich ganz herzlich bei den sehr geduldigen Helden, die heute einen sehr emotional runtergehandelten Ava ertragen mussten, der sein Overlay gelöscht hat und deswegen einfach nur ein Wrack war. Dafür möchte ich mich öffentlich entschuldigen. Freue mich trotzdem auf die nächste Episode, in der es wieder heißt, eiskalter Spaß mit Trollos. Tschüss. Okay. Ciao. Vielen Dank an die KI. Für ihre Bemühungen, den Stream doch. Was? Er bemühte sich stetig, oder wie? Genau, war stets bemüht. War stets bemüht. Oh je. Danke an die AI, dass sie das weiterhin aushält mit uns. Genau. Vielen Dank. Wir raiden noch.